Dass der dann aus dem Keller hochkommt und sagt, ich hab die ganze Zeit gehetzt, aber es wird nicht wärmer. Was soll ich machen? Ich war so weit. Oh Gott, die Kopfkino. Bitte, bitte, entdumm dich! Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum, ich fass es nicht, dass ich das sagen muss, 6. fucking Corona-Update. Ich begrüße trotzdem ungebrochen und weitestgehend virenfrei das Ehepaar Waschgau, bestehend aus Alexa und Alexander Waschgau vom Podcast Hoaxilla. Guck mal, zum ersten Mal. Das war schön. Danke. Wunderbar. Hallo. Ich habe noch nie einen Test gemacht übrigens. Aber ich habe auch die letzten anderthalb Jahre die Wohnung nicht verlassen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe auch noch nie einen Test gemacht. Genau. Wie, da beide einfach Test? Situationen, wo man einen machen müsste. Also. Ja. Ergab sich bei mir auch noch nicht. Der Mann, den ihr gerade gehört habt, war Dr. Holm-Gero Hümmler, seines Zeichens Holm-Gero Hümmler, der auch jetzt dann gleich von mir als allererster Gesprächspartner angestochen wird, denn er hat es geschafft, über das Wochenende 8.744.393 Seiten Blogbeitrag zu schreiben, worüber ich mich schon sehr freue. Die wird er jetzt dann gleich live hier vorlesen, und zwar auf Swahili, was ein ganz, ganz, ganz spannender Moment in unserem Leben sein wird. Auf Russisch übersetzen wird es dann. Nein. Ich freue mich, dass wir heute auch wieder den von uns so geschätzten Herrn General Watzel bei uns dabei haben. General deswegen, weil du Generalsekretär der Immunologischen Gesellschaft bist. Ja, genau. Genau. Und großartig ist, dass wir auch dein gesamtes Fandom in Gestalt von Martin Moder dabei haben. Martin Moder hat ja Mikrobiologie studiert, quasi wegen dir, Carsten. Genau. Und ich habe es nur nicht gewusst damals. Aber es war so. Genau, jetzt wollte ich auch gerade schon den schalen Witz machen, dass du die Biologie mal weglässt und nur was ins Mikro sagst, aber eigentlich ist er noch Molekularbiologe und kein Mikrobiologe. Habe ich auch gerade gemerkt. Aber dann hätte das schlechte Wortspiel nicht funktioniert. Aber du merkst, wie höflich Martin ist. Der hätte das jetzt nicht korrigiert. Richtig. Ja, ich kann korrigieren es deswegen nicht, weil ich den Unterschied so genau auch nicht kenne. Bevor wir jetzt gleich zum Thema kommen, möchte ich noch ganz kurz kommentieren, dass wiederum ein paar Menschen sich bemüßigt fühlten, unsere LGBTQA+, habe ich es richtig gesagt, Flaggen in irgendeiner Form als wie auch immer geartete Wichtigmacherei oder bla 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 zu kritisieren. Ich habe extra für euch ein Lied geschrieben. Oh. Ja. Fuck you. Toll. So schön. Vielen Dank. Hab ich ewig gebraucht. Es hat eigentlich 1788 Strophen, die klingen aber alle identisch. Insofern. Ich sample das für den Podcast hintereinander. Da kommen jetzt mal 3 Stunden lang. Dum, dum, dum. Der Refrain ist auch identisch. Insofern. Das könnte ein neuer Klingelton werden. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ja. So für Besprechung. Holm. Wenn ich dir jetzt sagen würde, lies doch einfach Seite 4.381.567 vor aus deinem Blogbeitrag. Wäre das Quatsch. Fass dann ihn doch mal zusammen. Nee, dann würdest du es nicht machen. Fass doch mal zusammen. Was hat dich denn so arg erregt? Also was mich erregt hat, war eigentlich vor 4 Wochen das Coronavirus-Update. Die benutzen hier, die haben ja komischerweise den Namen von uns geklaut, beim MDR, der Coronavirus-Update-Podcast. Da war nämlich Thomas Mertens zu Gast. Also das ist der Sandra Zizek, die das ja jede zweite Woche macht. Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, der STIKO. Mhm. Und der hat da begründet, warum die STIKO die Impfung für Jugendliche nicht empfiehlt. Also die Covid-Impfung für Jugendliche nicht empfiehlt, obwohl sie ja zugelassen ist. Mhm. Und oder warum sie nicht empfehlen würde, weil das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht offiziell beschlossen. Und die Begründungen laufen eigentlich so mehr oder weniger darauf hinaus, dass man erstens mal nicht schlüssig nachweisen kann, dass die Impfung harmlos ist, und zweitens, dass man nicht so schlüssig nachweisen kann, dass Covid für Kinder oder für Jugendliche wirklich gefährlich ist. Okay. Also er hat sozusagen die Wissenslücken genommen und die Wissenslücken immer, also sozusagen nur das Wissen aus Patientenstudien. Was sehen wir als signifikantes Ergebnis in Patientenstudien? Okay, wir können das nicht beweisen,
Also existiert es nicht. Und dann hat er sozusagen die Risiken der Impfung alle nach oben abgeschätzt und die Risiken der Krankheiten alle nach unten abgeschätzt und gesagt, wir empfehlen das nicht. Also das hat nicht nur er, sondern offensichtlich das ganze Gremium. Aber meines Erachtens ist das was, was die Ständige Impfkommission vor 10 Jahren so nicht gemacht hat. Aber ja, und das hat mich geärgert. Insofern habe ich angefangen, einen Blogbeitrag drüber schreiben. Den habe ich dann 4 Wochen vor mir hergeschoben, bis ich ihn gestern veröffentlicht habe. Und habe im Zuge dessen noch in dem Blogbeitrag halt einiges abgelassen, was mich grundsätzlich so an der medizinischen Forschung oder an der Form, wie einige Leute mit medizinischer Forschung umgehen, nämlich eben alles zu ignorieren, was nicht aus Patientenstudien kommt, was mich da so ärgert. Und das ist so? Dann so ein gewisses Opus Magnum draus gemacht, leider. Was. Opus Magnum. Ja, also du hättest auch vorher singen können mit so wagnerianischen Klängen. Hätte ich grundsätzlich kein Problem damit gehabt, aber vielleicht nicht jetzt. Also vielleicht am wann streamen wir nicht Mittwoch? Du willst mich nicht Opern singen hören. Vielleicht auf eine perverse Art, doch. General Watzel, ist das etwas, was du jetzt aus dieser Zusammenfassung, wo du irgendwie mitgehen kannst, oder würdest du da jetzt in deiner liebenswerten Art sofort sagen, so kann man das ja nicht sagen? Oder? Ja, ich meine, die STIKO hat natürlich schon eine relativ schwere Aufgabe und ich glaube, die ist noch nie so viel beachtet worden wie jetzt. Also die gibt es ja schon seit ewigen Zeiten, und wenn du vor 2 Jahren jemand gefragt hättest oder vor einem Jahr, was ist denn die STIKO, dann hätte der sich groß angeguckt. Und die haben natürlich... sind relativ konservativ, wenn es um diese Abschätzung geht, um Impfempfehlungen. Und ich glaube, die sind einfach auch verbrannt worden bei der Schweinegrippenimpfung mit der Narkolepsie. Dass das ein Impfstoff war, den sie erst empfohlen hatten. Und danach hat man halt gesehen, dass gerade auch bei den Kindern da diese Narkolepsie aufgetreten ist. Und deshalb wollen sie jetzt auf Nummer sicher gehen. Damit tun sie sich aber häufig keinen Gefallen. Und sie stehen natürlich absolut im Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft. Also Beispiel jetzt Kinderimpfung, das ist halt wieder ein heißes Thema. Die Politik hat gesagt, sobald das Ding von der EMA zugelassen wurde, wunderbar, alle Kinder sollen sich impfen. Und dann sagt erstmal die STIKO, nee, wir müssen ja auch noch drauf gucken. Und man kann natürlich nachvollziehen, dass sie das Risiko erstmal nicht abschätzen können, weil in der Studie, die da gemacht wurde, sind gerade mal 1100 Kinder geimpft worden und nur die Hälfte von denen für einen guten Monat nach der Impfung nachbeobachtet worden. Das ist nicht die Menge an Daten, die du gerne hättest, weil jede Nebenwirkung, die irgendwo seltener als 1 zu 100 ist, konntest du damit noch nicht wirklich sehen. Okay. Ganz kurz, STIKO ist die Ständige Impfkommission. Genau, das habe ich vergessen zu sagen. Immunologen drin, Kollegen von mir, da sitzen Kinderärzte drin, da sitzen Mikrobiologen drin, da sitzen aber auch Juristen drin. Also es ist relativ, sind aber alles ehrenamtliche Leute. Und die empfehlen dann einfach was. Also was heißt einfach? Also die empfehlen, also geben dann eine Empfehlung. Die sind angedockt ans Robert-Koch-Institut, genau. Haben ihr Büro am Robert-Koch-Institut. Ansonsten sind die ehrenamtlich da drin und die geben Empfehlungen ab eigentlich für das an die Regierung. Und eigentlich tun sie das auch nicht öffentlich. Also die Aussagen der STIKO sind eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht, weswegen ich mich auch ein bisschen, also im Prinzip hatte der Herr Mertens keine Notwendigkeit, sich dazu öffentlich zu äußern. Er wird natürlich auch immer gefragt. Ich werde Natürlich, klar. Also, aber sagen wir so, es ist einfach, also was das bedeutet ist, die EMA lässt so einen Impfstoff zu, damit könnte ein Arzt hergehen und den verimpfen, aber erst in dem Moment, wo die Ständige Impfkommission sagt, wir empfehlen diese Impfung, wenn irgendetwas passieren würde, ist dann der Staat in der Haftung sozusagen dann. Also dann kann man sagen, jetzt der Staat hat empfohlen, alle Kinder sollen gegen XY geimpft werden. Und wenn dann irgendetwas passiert als Nebenwirkung von der Impfung, sagt der Staat auch, dann übernehmen wir aber auch die Folgen. Und das ist, was diese Empfehlung macht. Normalerweise könnte der Staat aber auch gegen das Votum der STIKO tun. Ja, aber meistens folgt er ihr ja. Aber, ja. Gut, und dafür haben sie ja aber eingerichtet, um sich so abzusichern. Genau. Natürlich. Und normalerweise läuft das ja so, irgendein Impfstoff wird zugelassen und dann guckt die STIKO ganz in Ruhe drauf und dann haben die genug Daten und dann empfehlen die irgendwann und keiner kriegt es mit und dann ist es im nächsten Update, sieht man mal wieder, aha, also das Letzte, was sie empfohlen haben vor Corona, war jetzt die, bei den Kindern war die Papillomvirusimpfung, also Gebärmutterhalskrebs bei den Mädchen und jetzt auch bei den Jungs übrigens. Mhm. Und wie gesagt, vor Corona hat man das ja gar nicht gemerkt und die werden jetzt natürlich sehr stark diskutiert. Was die nicht machen, und da gebe ich natürlich Gero recht, dass
in den USA sind ja schon 3 Millionen Kinder geimpft. Und da gibt es jetzt auch schon Sicherheitsdaten. Und da sieht man auch, was da an Nebenwirkungen auftritt. Und dann haben wir ja diese Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung, die schon als Nebenwirkung da ist. Also die trat in der Studie nicht auf. Aber sieht man jetzt, wenn man genügend Kinder impft, die aber zum Glück in den allermeisten Fällen wirklich sehr milde Formen hat. Und selbst die Amerikaner empfehlen auch trotz dieser Nebenwirkung die Impfung, weil der Nutzen der Impfung immer noch dem Risiko überwiegt. Aber dazu hat sich die STIKO noch nicht durchreden lassen. Bei den Kindern, bei den 3 Millionen Kindern ist auch die Myokarditis aufgetreten. Ja. Wie häufig war das bei denen? Das geht bis zu, ich glaube, 13 pro 1 Million insgesamt. Und bei den ganz Jungen kann das auch etwas häufiger sein. Also da bist du auch so bei 600.000 oder sowas. 600.000. 13 von einer Million. Ja, wenn du insgesamt guckst, es betrifft die jungen Männer häufiger und da waren es, glaube ich, bis zu knapp 60 auf einer Million. Da müsste ich nochmal genau nachdenken. Also ich hab vorhin tatsächlich, weil ich im Verteiler bin, das aktuelle Arzneimitteltelegramm bekommen, was also zum einen darüber informiert, dass jetzt tatsächlich die Myokarditis bei den Nebenwirkungen offiziell in Großbritannien und in den USA in die Warnhinweise mit aufgenommen worden ist. Und wenn ich das jetzt hier richtig überfliege, glaube ich 1 zu 110.000. Hier wird hier angegeben, inzwischen bei entzündlichen Herzerkrankungen. Bei 12- bis 17-Jährigen stehen innerhalb von 7 Tagen nach der zweiten Dosis 19 Meldungen. Und das entspricht einer Rate von 1 zu 110.000. Und bei den 18- bis 24-Jährigen ist die Berichtsrate 5,5 von einer Million. Das entspricht 1 zu 180.000. Also es tritt auf, es wird jetzt auch genannt, ist aber in den allermeisten Fällen leicht im Verlauf. Da wird jetzt darauf hingewiesen, worauf man achten muss. So wird es gehandhabt. Und ich würde ganz gerne, also das ist jetzt einfach so, ich als Vollprofi natürlich, was dieses Thema angeht, aber ich kriege dieses Arzneimitteltelegramm, das habe ich vorhin gekriegt, deswegen habe ich da reingeguckt, was wird denn da gelächelt, Herr Kropp-Weiß? und die STIKO haben wir tatsächlich, je nach dem Beruf, den du hast, tatsächlich mitbekommen in den letzten Jahren, weil die STIKO die Masernimpfungsempfehlungen im Arbeitsschutzrecht angepasst hat. Und das haben relativ viele Leute mitbekommen, weil die alte STIKO-Empfehlung davon sprach, dass man einmal Masern geimpft sein muss, um nachweisen für bestimmte Berufe. Jetzt sind es zweimal, also zwei Impfungen, die nachgewiesen werden müssen. Das ist zum Beispiel so eine Empfehlung gewesen, die dann die Öffentlichkeit sehr wohl mitbekommen hat, zumindest diejenigen, die in Berufen arbeiten, wo das der Fall war, weil natürlich da eine STIKO-Empfehlung oder eine Anpassung der Empfehlung zum Beispiel auch arbeitsrechtliche Konsequenzen hat. Die ist letztlich für jeden relevant, weil die allermeisten gesetzlichen Krankenkassen die Kostenerstattung an die STIKO-Empfehlung gebunden haben. Ja. Das wäre jetzt im Covid-Fall nicht relevant, weil die vom Bund bezahlt werden, aber an und für sich ist das so, dass die meisten Krankenversicherungen die Impfungskosten übernehmen, wenn sie von der STIKO empfohlen sind. Martin, ein kurzer Moment, du bist der Nächste. Ja, ich wollte noch ganz kurz... Warte, ganz kurz nur. Ich muss einmal kurz dem Chat sagen, dass wir erstmal ein Update machen wollen und dann auf eure Fragen eingehen, weil ich werde so mit Fragen schon zugeballert, was ich grundsätzlich ja schön finde. Aber es sind so viele und so viel unterschiedliche. Lasst uns bitte erstmal den Status quo ermitteln, damit wir alle den gleichen Wissensstand haben, weil ich glaube, dass sich einige Fragen dann auch erledigt haben. Und lasst uns dann in der zweiten Hälfte dann eher auf die Fragen eingehen, weil sonst zerfasern wir uns komplett. Und jetzt bitte Herr Moder. Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, ich finde, wir sind jetzt, also für mich, ich wollte noch ein bisschen nachfragen, weil wir sind jetzt sehr schnell vom Myokarditis-Thema wieder weggekommen. Und also so wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe mir diesen STIKO-Typ auch angehört, es gibt scheinbar einfach noch ein paar Wissenslücken, die, wenn man sie mit dem Worst-Case-Szenario füllt, man zu dem Schluss kommt, dass die Impfung bei Kindern ein größeres Risiko sein könnte als das Nicht-Impfen. Wenn man die Lücken mit den Worst-Case-Szenarien füllt, oder? Nein, also das ist ja so nicht. Kann man das so sagen? Scheint mir nicht so. Eigentlich nach den amerikanischen Daten jetzt nicht mehr. Also jetzt nicht. Ja, aber die amerikanischen Daten haben wir die schon. Ja, die sind jetzt gerade. Also die CDC hat ja eine Präsentation gemacht, die kannst du dir auch angucken. Da waren es jetzt, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, es waren wirklich 60 Fälle bei den 12- bis 17-Jährigen pro 1 Million Impfungen. Also das ist schon deutlich erhöht.
Es ist natürlich so, dass gerade die jungen, auch die männlichen Kinder da auch eher betroffen sind. Myokarditis ist jetzt nichts Seltenes, kriegst du halt häufig auch nach irgendwelchen Infektionen. Manchmal kriegst du den Grund auch gar nicht raus. Was ist das denn überhaupt? Entschuldigung. Eine Herzmuskelentzündung, also eine Entzündungsreaktion des Herzmuskels oder des Herzbeutels. Du merkst es einfach, weil dann Schmerzen hast und Kurzatmigkeit und ähnliches. Und in den allermeisten Fällen kriegst du das mit Ruhe hin und kriegst eine Ibuprofen. Oder in schlimmeren Fällen dann halt Steroide und Krankenhausaufenthalt. Und in den allermeisten Fällen heilt das auch wieder aus. Das einzig Schlimme daran ist, du darfst dann 3 Monate keinen Sport machen. Fuck. Und wissen wir in der Altersgruppe die Myokarditis-Häufigkeit bei Covid-19-Infektionen? Bei Covid-19-Infektionen kenne ich jetzt die Häufigkeit nicht, aber sie tritt da natürlich auch auf. Ich hab dazu keine Arbeit gelesen, aber in einem von den NDR-Info-Podcasts haben sie gesagt, dass es gab da scheinbar so eine Studie, wo sie systematisch nach Herzentzündungen im MRT geschaut haben. Und ja, da sind sie auf 2% gekommen von Covid-19-Infizierten, was man halt so jetzt nicht vergleichen kann, weil die meisten waren halt asymptomatisch. Aber dass scheinbar diese Herzschädigungen vermutlich bei, auch wenn 60 von einer Million jetzt gar nicht so wenig ist, man wahrscheinlich schon annehmen wird, dass diese Herzprobleme bei Covid-19-Infektionen deutlich häufiger sind. Versteht es gab eine Studie in den USA, wo sie junge Athleten mit entsprechend untersucht haben und haben dann genau diese Zahlen gefunden. Und die Frage ist, ist das jetzt einfach, weil das alles sowieso Sportler waren oder nicht? Ist das, ja, also, aber da wurden diese Zahlen erhoben, genau. Mhm. Was können wir denn jetzt zu diesem Themenkreis, den der Holm uns da am Anfang hingeknallt hat, kann man das irgendwie abschließen? Ja. Du wolltest, dass ich euch den... Ja, ich finde es ja gut. Bitte, das war nicht despektierlich gemeint. Ich würde da noch zwei Punkte zu sagen. Also ja, das Ding ist ja, dass natürlich die Medizin erstmal per se nach der Maßgabe primum non nocere handelt. Also füge niemals Schaden zu. So, das heißt, das ist so etwas, was die Mediziner immer im Kopf haben. Deswegen sind die ja immer sehr konservativ. Also die guten, seriösen Mediziner sind immer sehr konservativ, was solche Entscheidungen angeht. Dann ist es eine politische Entscheidung in einem politisch sehr aufgeladenen Feld. Das hat also nicht nur was mit Studienlage zu tun, wie die STIKO entscheidet. Sie fußt ihre Entscheidung, ihre Empfehlung natürlich auf Studien. Dafür schauen sie sich an, aber es ist auch immer so eine politische Geschichte. Und meine Erwartung, die sich auch mit dem, was Holm ja geschrieben hat, deckt, das würde ich auch so sehen, dann kannst du ja nochmal sagen, Carsten, ob du das auch so siehst, ist, dass jetzt mit den vermehrten Zahlen aus den Vereinigten Staaten, aus Großbritannien, wo ja Kinder jetzt auch geimpft werden bereits mit mRNA-Impfstoffen, die Zahlenlage dann irgendwann so weit deutlich wird, dass man das Risiko sehr genau abschätzen kann, dass man die Frage, die Martin in den Raum gestellt hat, was ist denn jetzt schlimmer? Also das Risiko, in wenigen Fällen eine gut behandelbare Myokarditis zu bekommen, wenn man darauf informiert ist, weiß man, was zu tun ist, oder den Kindern die Gefahr auszusetzen, ohne jeglichen Schutz Covid-19 zu bekommen. Und meiner Wahrnehmung nach wird es dann so sein, dass die STIKO in wenigen Wochen sagen wird, wir empfehlen jetzt doch die Impfung, und dann ist aber eben Zeit verloren gegangen, und das ist halt ein bisschen bedauerlich. Ja, es ist leider so. Also die Entscheidung der STIKO, die werden ja auch wieder geändert. Sie sagt ja nicht, wir empfehlen die Impfung für die Kinder nicht, weil wir schon wissen, dass sie gefährlich ist, ja, sondern weil sie sagen, wir können es aktuell nicht abschätzen, ob es gefährlich sein könnte, und solange wir das nicht wissen, empfehlen wir sie nicht. Und das war ja das Gleiche mit der AstraZeneca-Impfung für die über 65-Jährigen, wo sie gesagt haben, nee, die empfehlen wir erstmal nicht. Nicht, weil wir glauben, sie ist für die gefährlich, weil es könnte sein, dass sie da nicht richtig wirkt. Und dann hätten alle die Älteren geimpft, und auf einmal finden wir nachher raus, es hat gar nicht richtig funktioniert und wir müssen sie nochmal impfen. Ja. Und dann haben sie das wieder geändert, und dann wurde es ja erstmal für die, erstmal wieder gar nicht, und dann nur die über 60-Jährigen, und das Ganze hin und her, verwirrt natürlich auch viele Leute. Ja. Ja? Und dann bist du so als wie das letzte Beispiel, mich sprechen dann auch Eltern an und sagen, ja, also die STIKO sagt, ich soll nicht, aber die Politik sagt, ich soll. Und im Herbst kommt der Delta in die Schulen, mhm, und dann habe ich Angst, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Diese Antwort will ich gleich tatsächlich auch von dir wissen. Ich wollte kurz vorher die Alexa mal dazwischen anstechen, und zwar... Ich weiß, das ist ja jetzt so das Klischee,
dass man dann sagt, ja, du bist ja ein Mädchen und deswegen jetzt frage ich mal so emotional, bitte entschuldige, das ist definitiv nicht abwertend oder irgendwie blöd gemeint, aber du weißt ja, dass ich dich so ein bisschen als Schwester im Geiste... Ich bin kein emotionaler Mensch. Nee, null. Dass ich dich so als Schwester im Geiste schätze für so einfach für so Empfindungen, die ich oft ähnlich habe wie du. Hast du Gelegenheit gehabt, den Artikel von Holm quer zu lesen? Ja, ich habe ihn quer gelesen. Super. Die hätte ich jetzt gesagt, aber man wird ja hier. Meine Frage ist, meine Empfindung dazu direkt war danach, fuck, jetzt kann ich da auch nicht mehr drauf hören. Was ist denn das für eine Scheiße? Das war meine allererste Reaktion, weil ich natürlich dem Herrn Holm sehr viel Glauben schenke und dann sofort ein weiteres meiner bisherigen, wie soll ich das sagen, scheinbar stabilen Wände sich verwandelte in so Gelee. Und ich mir dachte, ah, die Stiko auch, geil, danke Holm, das ist ein schöner Tag. Ja, was heißt hier danke Holm? Mir geht's doch genauso. Ja, genau, aber danke Stiko. Ja, genau, und jetzt meine Frage an dich, Alexa. Hast du auch das Gefühl gehabt, du lehnst dich jetzt gegen Gelee oder hast du mit deiner wissenschaftlichen Bildung, die mir gänzlich abgeht, das irgendwie anders empfunden? Also in dem Fall war es jetzt tatsächlich nicht ganz so schlimm, weil ich ja natürlich vorher schon mitbekommen habe, wie viele Dinge von der STIKO eben, wie Carsten ja gesagt hat, irgendwie empfohlen wurden und dann wurde es wieder revidiert und dann angepasst und so weiter. Und das ist einfach im Moment ein so deutliches Kennzeichen dieser ganzen Pandemie, dass wir Entscheidungen treffen oder Empfehlungen aussprechen, die dann ein paar Wochen später wieder angepasst werden müssen, weil sich die Situation verändert hat, dass mich das jetzt nicht so schwer getroffen hat, dass da auch in dem Punkt Unsicherheit herrscht. Und insofern habe ich mir gedacht, irgendwie ja, ich kann es verstehen, dass Holm das scharf kritisiert hat. Und ich habe selber die Sendung gar nicht gehört, das Coronavirus-Update, wo darüber gesprochen wurde, aber ich konnte mir das so richtig gut vorstellen, wie das da abgegangen ist im Prinzip. Aber in dem Fall war das nur im Prinzip ein weiterer Baustein dieser unsicheren Lage, die wir im Moment haben. Dann hast du das aber schön verpackt. Ja, was mir halt im Moment wirklich Sorgen macht, ist so diese ganze Entwicklung von wir genießen jetzt den Sommer und eigentlich haben wir es doch schon fast geschafft. Manche sagen irgendwie, wir haben die Pandemie schon überstanden und wir haben jetzt irgendwie Delta im Hinterkopf und müssen echt sehen, dass das mit dem Impfen einfach weiter vorangeht. Ich bin einfach im Augenblick auch nur heilfroh und unendlich dankbar, dass ich vollständig geimpft bin. Sein darf. Ja, ich auch. Und finde das ganz großartig und hoffe einfach, dass wir wirklich auf dem Weg weitergehen können. Dass wir jetzt auch dann wirklich. Sind wir alle schon gehen? Ab heute. Ja. 14 Tage sind rum. Ich bin durch. Achso, ich bin noch nicht über diese 2-Wochen-Grenze, aber ich wurde am Sonntag das zweite Mal geimpft. Mit BioNTech. Ich habe jetzt vor fünf Wochen die erste Dosis AZ bekommen. Insofern habe ich noch ein bisschen vor mir. Carsten? Schon zweimal BioNTech, aber die 14 Tage sind erst morgen. Morgen. Vorbei. Du bist nur langsam. Ja, ich möchte aber, Alexa, ich möchte dir noch etwas zurufen, tatsächlich dann doch aus dem Chat. Und zwar schrieb eine Person mit dem wunderschönen Alias, ich wisch hier nur kurz durch. Brauchst du auch im Chat. Das einzig Gute an einer neuen Corona-Folge beim Ferngespräch, heute keine Nazis. Da sage ich einfach mal, Alexa, schauen wir mal. Abwarte. Einer von uns ist ein Nazi, aber wir verraten. Herzlich willkommen zu Spot the Nazi. Das ist die neue Werwolf-Variante. Genau. Wer ist denn der Österreicher? Ich wollte gerade sagen, der mit dem österreichischen Akzent. Was? Nein, echt mal. Holm, bitte. Darf ich es vielleicht von meiner Seite noch mal ein bisschen abbinden? Ich meine, was Gerne. Ich mir gewünscht hätte, ist noch nicht mal, dass die STIKO sagt, lasst eure Kinder impfen. Was ich mir eigentlich gewünscht hätte, ist, dass man sagt, wenn man sich unsicher ist, dann lasst uns doch jetzt einfach noch mal ein paar Wochen warten. Wir haben eh zu wenig Impfstoff für alle. Wir brauchen den Impfstoff für die Erwachsenen. Jetzt impft doch erstmal die Erwachsenen und wir geben in 4 Wochen oder in 6 Wochen oder in 8 Wochen eine neue Empfehlung raus und dann sehen wir weiter, dann wissen wir auch mehr. Aber das ist ja mehr dann kommunikativ versagt. Kommunikativ versagt und nicht inhaltlich. Das durften sie aber politisch nicht machen. Also die Politik hat schon einen richtigen Druck auf die STIKO ausgeübt. Warum? Ja, weil der Impfstoff zugelassen war und die Politik hat ja im Prinzip in der Impfung der Kinder die Lösung der ganzen Probleme in den Schulen gesehen.
Ja. Ja, weil es war da ganz klar die Ansage, wir impfen jetzt einfach alle Kinder und damit können wir nach den Sommerferien auch die Schulen ganz normal öffnen. Wir müssen keine Lüftungen einbauen und wir müssen keine Schulschließungen mehr machen und alles ist gut. Und dann hat die STIKO gesagt, nee, so weit sind wir halt noch nicht. Und dann kam halt die Empfehlung, dass sie sagen, nur die Kinder mit Vorerkrankungen oder wo im häuslichen Umfeld Risikopatienten sind, die nicht richtig geschützt sind. Und übrigens, und das haben sie ja gesagt, jeder, der möchte, kann auch impfen. Aber das ist natürlich eine Empfehlung, da kann ich was mit anfangen, weil ich sage, wunderbar, meine beiden Jungs können geimpft werden. Aber Otto Normalverbraucher sagt dann, ja, aber wo nehme ich denn die Infos her? Ja, wie gefährlich ist es denn? Und viele jetzt? Kinderärzte sagen, sie machen es trotzdem nicht. Und es gibt Kinderärzte, die sagen, sie machen es trotzdem nicht. Ich habe auch ein Interview mal gegeben nach einem Beitrag, wo eine Mutter mit zwei Kindern zum Kinderarzt gegangen ist, um beide impfen zu lassen und ist dann rausgegangen mit der geimpften 17-Jährigen und dem nicht geimpften 12-Jährigen. Weil die Kinderärztin gesagt hat, nee, der 12-Jährige ist ja ein kerngesunder Junge, den so, impfe ich jetzt nicht. Da kriegt man kein Corona, wenn man gesund ist, ne? Doch, aber wenn der Corona kriegen würde, hätte er kein Problem damit. Also aber das ist ja auch etwas, das die STIKO gesagt hat, was ich, also da kenne ich keine Zahlen dazu, aber was ich sehr interessant gefunden habe, ist, er hat als Argument auch gebracht, dass sie in dieser Altersgruppe eigentlich keinen Parameter kennen würden, in dem Covid-19 halt bei Kindern und Jugendlichen schlimmere Folgen hätte als zum Beispiel die Grippe. Und dass sie für die Grippe ja auch keine Empfehlung für junge Leute geben. Ja. Und da weiß ich halt nicht, ob man einfach, ich meine, das wird einfach daran liegen, dass man da zu wenig Zahlen hat. Ich wollte gerade sagen. Und Covid etc. Aber das ist das, was ich vorher gemeint habe. Wenn man quasi alles auffüllen würde mit den Worst-Case-Szenarien bei der Impfung und den Best-Case-Szenarien bei Covid-19, die Lücken, die man noch nicht weiß. Und da habe ich schon ein Stück weit Verständnis für die STIKO. Weil wenn sie sagt, wirklich gute Daten haben wir von knapp über 1000 geimpften Kindern. Und er hat auch gesagt, da können wir gerade mal Effektgrößen von größer als 5% wirklich belegen. Dann ist es schon ziemlich schwierig, auf so einer Datenbasis dann die Verantwortung zu übernehmen für das Go-Signal, das ganze Land durchzuimpfen. Wie ist es denn bei euch in Österreich? Bei uns gibt es die Empfehlung, aber bei uns wurde nie wirklich kommuniziert, was dafür und was dagegen spricht. Das heißt, wir schauen alle auf die STIKO, wenn wir wissen wollen, um was es geht. Wir haben das nationale Impfgremium, aber. Und das hat aber gesagt, impft die Kinder. Genau. Okay. Interesting. Okay. Carsten, sollen wir das jetzt machen? Soll ich versuchen, mit meiner 12-jährigen Tochter zum Impfen zu laufen oder soll ich es lassen? Also, ich kann dir sagen, was ich mache. Ja. Also, meine beiden Jungs, die haben am Donnerstag ihren ersten Impftermin. Und die sind wie alt? 14 und 17. Und also es ist so, als die STIKO die Empfehlung herausgegeben hatte, hat Martin ganz recht, gab es sehr, sehr wenig Daten. Mittlerweile gibt es halt die Daten aus 3 Millionen geimpften Kindern in den USA. Und da gibt es so eine Risikoabwägung von der CDC, also Centers for Disease Control, also die solche Impfungen dann irgendwann auch empfehlen. Das sind halt auch Wissenschaftler. Und da ist so, wenn man 1 Million jetzt die Jungs, weil es da häufiger ist, im Alter von 12 bis 17 Jahren impft, dann kriegt man halt ungefähr 60 Fälle von dieser Myokarditis. Das klingt erstmal viel, aber das klingt gar nicht viel. Damit hätte man dann aber auch über 5000 Covid-19-Fälle verhindert, wovon halt 200 im Krankenhaus landen würden, 70 auf der Intensivstation und wahrscheinlich auch 2 sterben würden. Das ist mal eine Zusammenfassung. Marker bitte. Ja, und das ist halt das, was man dagegen stellen müsste. Und von daher ist halt die Impfung hat der Benefit der Impfung ist größer als das Risiko der Impfung. Wie viele von diesen Fällen? Wie viele Fälle haben die jetzt bei 1 Million unterstellt? Hm? Wie viele 2 Todesfälle? Fälle? Nein, nicht wie viele Erkrankungen oder 5700. Wie viele Infektionen? Das finde ich extrem niedrig gegriffen, weil wir müssen davon ausgehen, dass ungeimpfte Jugendliche das haben Sie bis mit der zum nächsten Frühjahr Inzidenz, durchinfiziert werden. Das also haben Sie mit der aktuellen Inzidenz, die Sie im Mai hatten. Ja, gemacht. Das ist aber nicht realistisch. Also
und gesehen über die nächsten 120 Tage. Also das ist, du kannst ja auch argumentieren, die Impfung hält ja nicht 120 Tage. Mhm. Die Impfung hält die nächsten 1-2 Jahre bei den Kindern. Und du kannst mal davon ausgehen, dass sich über die nächsten 1-2 Jahre von 1 Million Kindern mehr als 5.700 mit Covid-19 infizieren. Ja, wahrscheinlich weit über 500.000, ja. Aber dann ist ja eigentlich, ich habe ja eh das Gefühl gehabt, das, was der gesagt hat, ich finde, das war ja inhaltlich alles richtig. Aber ich finde, wenn man das ein bisschen anders formuliert hätte, nämlich dass man sagt, wenn wir wirklich jetzt nur die Zahlenbasis hernehmen, dann können wir nicht wirklich eine Empfehlung geben, einfach weil wir zu viele Daten noch nicht haben. Ja. 2 Millionen zu dem Zeitpunkt waren schon geimpft. Gebt uns noch, also deswegen sagen wir vorerst mal keine Empfehlung, gebt uns noch 3-4 Wochen, dann haben wir mehr Daten. Und dann können wir auch was dazu sagen. Also wenn das so formuliert gewesen wäre, dann wäre nicht, was er eh gesagt hat, aber halt über viele Umwege, ich glaube, wahrscheinlich, weil er Druck hat. Da sind wir wieder bei dieser Kommunikationsgeschichte. Dann wäre nicht so dieses Gefühl zurückgeblieben, dass die STIKO sagt, dass die Impfung für Kinder schlechter ist als die Krankheit. Weil so hat es für viele gewirkt, weil es geheißen hat, wir geben keine Empfehlung, obwohl er eh lang und breit ausgeführt hat, wir hätten einfach gern wirklich noch mehr Daten, bevor wir das ganz robust belegen können. Das ist ein Problem, das wir schon öfter besprochen haben. Im Fall der STIKO, speziell jetzt nicht, aber zum Beispiel was das Robert-Koch-Institut angeht, dass wir schon öfter mal gesagt haben oder verschiedene Kollegen und Kolleginnen hier gesagt haben, wenn man das ein bisschen geschickter, anders oder zielgerichteter formuliert hätte, mehr mit dem Gedanken, was will ich denn erreichen mit dem, was ich jetzt sage und nicht nur, ich gebe Informationen weiter, nicht, dass ich es jetzt geschönt haben will oder irgendwas, sondern einfach nur zielgerichtet zu dem Zweck, dass wir hoffentlich bald alle geimpft sind und niemand verunsichert wird. Mit diesem Mindset, wenn man das so vortragen würde, wäre das bestimmt hilfreich. Das ist aber auch eine Aufgabe, die wir jetzt ja auch nicht haben. Also da gibt es, also in Amerika. Aber hat sie nun mal. Ja, natürlich, aber weißt du, in Amerika wird geimpft, in Großbritannien wird geimpft. Die europäische Zulassungsbehörde sagt, jo, könnt ihr benutzen bei Kindern. Und dann gibt es so einen armen Dulli, der jetzt das irgendwie erklären muss, warum er der Ansicht ist, dass er das noch nicht findet. Ja. Wenn der jetzt sagt, wir brauchen mehr Zeit, weil wir haben noch nicht genug Daten, dann schreit die Öffentlichkeit auf und sagt, da sitzen dann dafür Vollidioten, die ganze Welt weiß Bescheid, nur die Jungs in Berlin haben wieder keine Ahnung und wollen sich nicht festlegen. So gibt dann eine Entscheidung aus und es gibt 2 Myokarditis-Fälle in Deutschland, auf die nicht hingewiesen worden ist. Dann heißt es, guck mal hier, die vergiften unsere Kinder. Also die Aufgabe ist extrem schwer. Und wenn du dann noch hinter den Kulissen, das glaube ich sofort, Carsten, wenn du das sagst, auch noch so ein politischer Druck aufgebaut wird, dann bist du natürlich in einer sehr unschönen Lage. Und dann stimme ich dir insofern zu, Tommy, dass dann so jemand eigentlich einen PR-Berater braucht, der ihm vorher ein Skript schreibt, damit das dann verständlich ist. Eine Richtung. Ich meine, das kenne ich vom Moderatoren-Coaching, dass man sagt, was willst du denn erreichen? Wo willst du denn hin? Genau. Ja, und mit dem richtigen Mindset kann man da schon viel erreichen, auch bei Leuten, die jetzt nicht unbedingt gewöhnt sind. Aber der kriegt deshalb keinen PR-Berater, weil es überhaupt nicht seine Aufgabe ist, mit der Öffentlichkeit zu reden. Jetzt offensichtlich schon. Aber er hat doch im NDR gesprochen. Oder hat er nicht im NDR gesprochen? Wenn du geschwiegen hättest. Der NDR-Berater sagt, schweig. Genau. Aber im Prinzip kannst sonst du... Sonst laden wir den Awai ein. Entweder du redest oder wir laden den Awai ein. Alexa, so bitte. Die Gefahr hätte beim NDR nicht bestanden. Die hätten 2 Wochen später den Drosten gefragt. Kinder, bitte. Aber Alexa, nein, Alexa. Also das stimmt alles. Also du hättest natürlich, also wir haben... wir sind natürlich Zeugen mehrerer Kommunikationsdesaster in den vergangenen Monaten geworden. Ob das jetzt um die Impfung geht oder um die einzelnen Impfstoffe. Ich denke da nur an AstraZeneca, der missverstandenste Impfstoff aller Zeiten. Und das ist natürlich etwas, was die Bevölkerung total verunsichert hat. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, hättest du wirklich mit Engelszungen und jedes Wort vorher 5 Minuten auf die Goldwaage legen, kommunizieren können. Und es hätte trotzdem Medien, Menschen oder wie auch immer Leute gegeben, die irgendwas missverstanden hätten. Ja, weil wir einfach eine Situation haben, wo so eine große Unsicherheit herrscht und die Menschen auch so übervorsichtig sind in Teilen. Also vielleicht wieder nicht die Mehrheit, weil wir haben eine große Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen. Wir haben eigentlich auch eine ganz gute Impfbereitschaft im Gegensatz zu den USA inzwischen, wo jetzt wirklich alle, die wollten, geimpft sind und die nur noch Probleme haben, da Leute für den Impfstoff zu finden. Mhm. Aber du hast natürlich immer
Medien, die es entweder darauf anlegen, Kommunikation zu missverstehen oder eben sowieso Missverständnisse aufgreifen oder Sachen aus dem Kontext reißen und dann eben entsprechend berichten. Das heißt, das gehört einfach dazu im Moment. Dann sind wir doch eigentlich wieder bei Nazis. Auf eine Art. Wir sind, ich weiß, ich habe ja die ganze Zeit überlegt, ob ich den Namen Boris Reitschuster einfach mal hier so reinwerfen soll. Ja, du hast das ja auch geteilt, diese Presse. Das war unfassbar. Hast du das auch gesehen, Carsten? Ja. Nee, die habe ich leider nicht gesehen. Das ist unerträglich. Wer möchte es beschreiben? Ja, also Reitschuster hat eben genau auf dieser STIKO-Empfehlung herumgerissen, hat einen Satz zitiert und hat gesagt... Erst mal sagen, wer das ja, ist. Genau. Wer ist denn der also, Herr Holm, bitte. Nein, ich bin da raus. Ich habe es gar nicht angeguckt. Okay, also Herr Reitschuster ist ein Russland-Experte, Putin-Experte, Journalist, der auch eine Zeit lang mal wirklich ganz gute Arbeit geleistet hat und auch ein, zwei vernünftige Dinge über Putin und Putins Russland geschrieben hat, aber dann irgendwann mal schon in eine sehr rechtspopulistisch, erzkonservative, sehr politisch eingefärbte Richtung gedriftet ist und vor allen Dingen sich in den letzten Monaten dadurch auszeichnet, dass er über die Pandemie wirklich auf eine ganz manipulative, subversive Art und Weise Falschmeldungen verbreitet oder sagen wir mal so Dinge so vom Framing her und vom Kontext her verschwurbelt, dass ganz viele Menschen sagen, der ist aber vernünftig, der fragt mal nach, dem hören wir zu und gar nicht merken, dass der da Quatsch verbreitet. Also die Technik, die der drauf hat, ist schon fast wieder bewundernswert, weil der es schafft, in einem Artikel Fake News zu verbreiten, die er dann selber nochmal kritisch aufgreift, aber ganz am Ende des Artikels und auf eine Art und Weise, die dann eh keiner mehr irgendwie richtig mitkriegt, sodass dann im Prinzip nur noch das Gefakte hängen bleibt. Ja, aber er ist ein One-Trick-Pony, also es ist ein Kniff, den er perfekt beherrscht. Ja. Und wenn man den aber verstanden hat und gerade wenn das man stimmt. Jetzt so wie ich in der Comedy groß wurde, dann ist das eine ganz alte Nummer, die aber wirklich, wirklich gut funktioniert und er beherrscht die wirklich aus dem FF, aber es ist eigentlich immer das Gleiche und es ist auch der große Fragensteller. Ich frage nur. Genau, Bundespressekonferenz. Ganz amtlich, genau. Und jetzt kommen wir zu dieser Pressekonferenz, wo eben der Pressesprecher ebenso schön reagiert hat, wie auch der Mann, der daneben saß, dessen Namen ich nicht mehr weiß. War der vom PEI? War der vom Paul-Ehrlich-Institut, der damit auf der Bühne saß? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ging es. Wer von euch kann es denn gut wiedergeben? Ich bin in sowas nicht besonders gut. Naja, also es ging darum, dass er die STIKO-Empfehlung, also er, Reitschuster, die STIKO-Empfehlung zitiert hat. Und zwar einen Satz, wo es um die Kinder geht. Und dann sagt, sie haben gerade doch gesagt, der Impfstoff ist ungefährlich. Die STIKO empfiehlt dagegen. Warum sagen sie jetzt hier was anderes als die STIKO? Ja. Worauf dann Herr Seibert sehr schlagfertig und offensichtlich die STIKO-Empfehlung kennend gesagt hat, naja, wenn Sie jetzt diesen einen Satz zitieren, dann müssen Sie aber auch nochmal den nächsten Satz der STIKO-Empfehlung zitieren, der das dann wieder beschreibt. Dann haben Sie sich auf Englisch diese Empfehlung vorgelesen, weil die in englischer Sprache, glaube ich, vorlag, worauf dann der Hinweis der Leiterin der Bundespressekonferenz gab, übrigens ja keine Veranstaltung der Regierung, sondern es ist ein Verein, der das ausrichtet, das wissen auch die wenigsten, die dann sagt, die Verkehrssprache sei Deutsch, man soll sich jetzt hier nicht mit englischen Zitaten unterhalten, dann hat der Seibert das also super übersetzt. Spontan auf Deutsch übersetzt. Dann wollte der Reitschuster nachfragen, die Regeln sind aber immer, dass man eine Frage mit einer Nachfrage stellen darf, dann kam er nicht dran und dann gab es einen Zusammenschnitt, wo er später nochmal dran kam und gesagt, ja, jetzt haben Sie den Satz zitiert, aber im nächsten Satz steht ja wiederum drin und dann sagte der Seibert nur, ja, dann müssen Sie aber auch nochmal den nächsten Satz, wir können aber auch einfach die gesamte Empfehlung hier hinten an die Wand schmeißen in der PowerPoint und dann können wir uns über die ganze Empfehlung unterhalten, aber das macht ja keinen Sinn. Also es ging nur darum... WHO-Empfehlung. Oder es war die WHO-Empfehlung. Es ging nur darum, genau, dass er versucht hat, die WHO, nicht die STIKO, Entschuldigung, genau, es war die WHO-Empfehlung. Ja, ja. Er hat versucht, das zu zerlegen und dem ging es nur darum, dass er jetzt quasi Ausschnitte hat für sich, die er wieder auf seinen Kanälen teilen kann und zwar nur, wie er kritisch nachfragt, aber ohne die Antworten natürlich. Genau. Das war so durchsichtig und unglaublich lächerlich und widerwärtig und es ist wirklich, also der Seibert hat da dermaßen fantastisch reagiert, also ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan generell, aber das fand ich großartig. Das ging aber auch nur, weil er im Thema war, weil er offensichtlich da einen Laptop hatte und die WHO-Empfehlung vor sich liegen hat und dann schlagfertig genug war, da reinzuschauen, weil sonst wirst du ja überfahren von sowas. Ja, das ist ja genau die Taktik.
Er hat nicht nur, vorgetragen, er ist auch gesurft, das muss man schon sagen. Also der war schon sicher in seinem Team. Und das fand ich wirklich toll. Carsten, kann ich dir nur empfehlen, das ist ein Moment innerer Befriedigung, wenn man zur Abwechslung mal sieht. Ja, ich kenne den Reitschuster, ich hatte schon mal bei der Bundespressekonferenz, wo er gerade das auch von der WHO die Empfehlung für die PCR-Tests mal genauso kritisch gefragt hatte, was ja auch sehr misleading war. Genau, also sind wir ja indirekt schon wieder, zumindest bei Nazi-affinen Pack gelandet, da freue ich mich ja auf eine Art irgendwie. Meine Fresse. Okay, wir hatten jetzt, wir haben die Frage geklärt, ob General Watzel Kinder impfen würde, indem er uns gesagt hat, dass er seine geimpft hat. Also nicht du, aber impfen ließ. Donnerstag. Yippie, es wird so geil. Und dann ist unser nächstes großes Thema, bevor wir uns dann den Fragen aus dem Chat widmen, diese fucking Delta-Variante. Da scheint ja schon sehr, sehr viel, also mein Eindruck ist, dass da viel Panik kursiert. Ich habe es jetzt nicht so empfunden, als wäre das das Allerschlimmste von der Welt, was uns da droht, dann plötzlich wieder doch, dann irgendwie wieder nicht, je nachdem, was und wen ich lese. Und das, was ich aus England so höre und lese, das macht mir jetzt dann schon wieder Sorgen. Nicht, dass ich jetzt wieder ins Doomscrolling verfalle, aber schon so, dass ich mir gedacht habe, Mensch, so ein Corona-Update mit dem Watzel und dem Herrn Modert, das wäre vielleicht eine geile Idee. Martin, könntest du vielleicht zunächst mal sagen, was diese überhaupt, was das mit diesen Varianten auf sich hat? Und es wurde auch im Chat schon mehrfach gestellt, ja, wie oft kann denn so ein Virus mutieren? Das scheint mir eher so die Geschichte von Martin und seinen Hamstern zu sein, die man da vielleicht erklären kann. Jedes Mal, wenn sich das Virus vermehrt, mutiert es. Also wir haben ja, wir reden immer so über eine Handvoll Mutanten. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, als gäbe es da jetzt die 10 Mutanten oder so. Mhm. Es gibt vielleicht habe ich das sogar. Hey, warte mal. Was? Du hast Mutanten dabei. Ich habe auch was vorbereitet. Ja. Schau, das ist der Stammbaum vom SARS-CoV-2. Da geht's los. Da ist der Wuhan-Markt. Puff. Also für die Podcast-Hörer eine vollkommen unübersichtliche Grafik, die einfach nur bunt und voll wird. Voller, moderne Kunst. Voll diverser Farben. Ich habe ja einen Zettel mit Tausenden von Punkten. Ja, aber es ist doch schön, dass der auch so farbig ist. Also ja, LTV. Sehr schön, sehr regenbogenmäßig. Also, ja. Sehr schön, sehr schön. Okay, das sagt uns gar nichts. Um die Nazis wieder anzupissen. Ja, eben, genau, sehr gut, so muss sein. Nein, das ist wirklich sehr hässlich. Danke, dass du uns das gezeigt hast. Was bedeutet das? Ich hoffe, du sprichst von der Grafik, die ich gerade in die Kamera gehalten habe. Ja, natürlich nicht von dir. Du siehst spitze aus. Erzähl. Damit will ich einfach nur demonstrieren, dass wir haben einen gewaltigen Zoo von Mutanten und da könnte man Tausende auflisten. Aber weil das natürlich ein unfassbares Chaos wäre, versucht man da ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Und die WHO hat das halt so gemanagt, dass sie sagt, gut, wir unterteilen das in verschiedene Kategorien, mitunter in Variants of Concern und Variants of Interest. Variants of Concern, also besorgniserregende Varianten, und Variants of Interest, also Varianten, die von Interesse sind. Und im Prinzip macht man Folgendes. Ja, man monitort immer in der Bevölkerung, was gibt es da jetzt für neue Mutationen etc. Und manche davon werden auffällig. Ja, und zwar zum Beispiel, indem ich sehe, dass die sich plötzlich mehr verbreiten als andere, ja, dass die sich durchzusetzen scheinen. Und das weckt dann natürlich schon mal Interesse und dann steckt man es mal in die Kategorie Variants of Interest. Okay. Ja. Und das ist quasi ein Signal an die Leute an der Forschung, dass man sagt, pass auf, wenn ihr eine Studie macht, nehmt diesen Burschen da mit hinein in eure Untersuchungen, vielleicht ist der ein bisschen anders. Und wenn sie dann wirklich bestätigt, dass der irgendwie am Blödsinn treibt, dass er zum Beispiel ansteckender ist oder dass er den Antikörpern besser entkommt und man sieht, das könnte ein Schlawiner sein, dann sagt man, gut, okay, das ist jetzt eine besorgniserregende Variante, ein Variant of Concern. Und ja, das sind dann die, wo dann wirklich alle Forschenden ihr Augenmerk drauf richten. Okay. Und von diesen Variants of Concern haben wir derzeit, wenn man nach der WHO geht, meines Wissens aktuell 4. Die CDC, glaube ich, nummeriert da ein bisschen anders durch, aber bleiben wir bei der WHO. Und der Namensgebung her ist auch gar kein Platz mehr für einen Fünfter, weil Epsilon ist dann schon, wieder nur eine Variant of Ja, das ist ja das. Die schieben es dann ja nach oben. Weil momentan ist easy. Momentan sind die Variants of Concern Alpha, Beta, Gamma, Delta. Das kann man sich merken. Die ersten 4 im griechischen Alphabet, die krieg sogar ich zusammen.
Weiter geht es dann bei den Variants of Interest. Ja, die nimmt man dann Epsilon bis Lambda. Und wenn der jetzt aber irgendeiner besorgniserregender wird, dann schiebt man ihn rauf und dann wird das schon wieder alles ganz unübersichtlich. Aber so geht man im Endeffekt vor. Ja. Okay. Und für uns sind halt jetzt vor allem zwei interessant. Das ist nämlich der Alpha. Das ist der, wo man früher gesagt hat, die Variante aus England, B117. Und eben jetzt Delta, was die Variante aus Indien ist, B16172. Und wenn man sich jetzt fragt, was sind die Dinge, die einem Sorgen bereiten, das ist ja eigentlich ein Überbegriff über verschiedene Kategorien, die schlecht sein können. Und wahrscheinlich ist einfach die problematischste Eigenschaft von dieser Delta-Variante, dass sie um einiges ansteckender ist als eigentlich alle anderen Varianten, die man kennt bisher, nach allem, was wir wissen. Und man vergleicht das meistens mit Alpha, ja, also mit dieser Variante aus England. Und ich finde, die greifbarste Art und Weise auszudrücken, wie viel ansteckender das Ding ist, ist, indem man sich die Basisreproduktionsrate ansieht. Also das ist Basisreproduktionsrate. Das, was man immer mit R0 angibt. Ach, das. Ja? Mhm. Und das sagt im Prinzip aus, angenommen, ich habe eine Bevölkerung, die ungeimpft ist und in der keine Maßnahmen ergriffen werden, wie viele Leute wird ein Infizierter anstecken in dieser Bevölkerung? Und die ganz ursprüngliche Variante, da ist diese Rate etwa 3 gewesen. Das heißt, eine Person wird 3 weitere anstecken, wenn man sonst nichts macht. Dann ist Alpha gekommen, ja, die Variante aus England, und da ist dieser Wert gestiegen auf 4 bis 5. Und jetzt haben wir Delta und da schätzt man diesen Wert auf 6. Das heißt, Delta ist im Vergleich zu der ursprünglichen Variante im Prinzip so viel ansteckender, dass jeder doppelt so viel anstecken wird, wie das zu Beginn der Pandemie war. Achso, und nicht nur doppelt, ist ja dann potenziert, oder? Weil doch jeder Einzelne dann wieder 6 ansteckt. Genau. Ja, das ist aber jetzt nicht so gut. Exponentielle Wachstum. Ja. Das ist aber jetzt nicht so gut. Jetzt ist die Frage, ob Carsten, ob du da vielleicht einen leichten Hoffnungsschimmer an die Wand malen kannst oder ob du es verschlimmern möchtest. Du hast jetzt die Möglichkeit. Also, hätte uns Delta vor einem Jahr getroffen, dann wäre das schlimm gewesen, weil dann wären wir in die nächste Welle einfach reingerannt. Okay. Was ja jetzt ist, was man ganz klar sagen muss, wir haben ja jetzt die Impfungen. Und Martin hat zwar gesagt, dass die Delta-Variante auch den Antikörpern, die die Impfstoffe hervorrufen, etwas entgeht. Aber die Impfung ist nicht nutzlos. Sie entgeht. Habe ich gar nicht gesagt. Genau. Nee, aber das klingt manchmal bei einigen Leuten so an. Also, nicht bei dir, Martin, aber bei anderen ist so, oh, die Delta und wir fangen wieder von vorne bei Null an. Ist halt nicht so. Man ist sehr gut geschützt. Man sieht aber, dass Delta dem Impfschutz etwas entgeht, weil nach der ersten Impfung bist du halt noch nicht so gut geschützt, wenn es um die Ansteckung geht, um die Erkrankung. Da sind die Impfstoffe gerade mal so eine Effektivität von lausigen 33%. Gegen einen schweren Verlauf, dass du damit im Krankenhaus landest, bist du immer noch einigermaßen gut geschützt. Aber so richtig vor Ansteckung und Erkrankung bist du erst geschützt, wenn du zweimal oder vollständig geimpft bist. Auch bei Johnson & Johnson, fragen auch immer viele Leute nach, da werde ich ja nur einmal geimpft. Auch da bist du wahrscheinlich, auch wenn es da noch keine sicheren Daten gibt, ziemlich gut geschützt. Und da wir jetzt die Impfungen haben, sehen wir ja aktuell, dass hier in Deutschland zumindest der Anteil der Delta-Infektionen, wenn wir uns alle Infektionen angucken, steigt. Der letzte Robert-Koch-Bericht war da bei 15%, die Woche davor war er bei 6%, die Woche davor bei 3%. Da sieht man wieder seine Verdopplung. Ja, wobei die Woche davor ist von 6 auf 8% korrigiert worden im letzten Bericht. Also, ja, und, also und der wird jetzt im nächsten Bericht, der jetzt morgen Abend rauskommt, bei 30% liegen. Und der Bericht hinkt halt immer 2 Wochen hinterher. Das heißt, eigentlich sind wir schon aktuell bei rund 50% oder drüber. Die einzig gute Nachricht ist, wir haben immer noch fallende Inzidenzen. Das heißt, die Gesamtzahl der Infektionen nimmt ab und die Tatsache, dass sich Delta erhöht, ist nur dadurch begründet, dass alle anderen die Infektion mit allen anderen Varianten runtergehen und Delta halt ein bisschen ansteigt und dann nimmt es halt prozentual sehr stark zu. Wir werden irgendwann dahin kommen, dass auch hier in Deutschland die Fallzahlen etwas nach oben gehen, aber wir müssen es einfach schaffen, und da bin ich auch noch hoffnungsvoll, dass wir das schaffen, ganz brav weiter zu impfen, und bis dann die Fallzahlen so hoch sind, dass sie gefährlich werden könnten, haben wir sehr viele Leute geschützt. Weil, und jetzt kommt der Hoffnungsschimmer,
Wir sehen zwar in Großbritannien, dass die Fallzahlen hochgehen. Die sind bei der Inzidenz wieder bei locker über 100. Aber in den Wellen davor konnte man immer sehr schön sehen, Fallzahlen gehen hoch und dann mit einer gewissen Verzögerung gehen die Krankenhauseinweisungen hoch, weil die Leute dann auch schwer erkranken. Und dieser Zusammenhang ist jetzt durch die Impfungen gebrochen. Das heißt, es gehen zwar aktuell die Krankenhauseinweisungen aufgrund von Covid-19 auch hoch, aber nur ganz wenig und nicht so hoch, wie eigentlich die Fallzahlen vorhersagen würden. Das heißt, die Verbindung... Also die Fallzahlen in Großbritannien sind dramatisch hochgegangen. Ich habe gerade geguckt, aktuell 334er Inzidenz, also weitaus höher, als wir sie in der Winterwelle hatten. Ja. Und das ist, aber der Zusammenhang zwischen Inzidenz und schweren Verläufen, Krankenhaus, Intensivstationen und Tod ist halt jetzt durch die Impfung schon einigermaßen gebrochen. Hat auch damit zu tun, dass sich jetzt eher die Jüngeren infizieren, weil die Älteren geschützt sind durch die Impfungen. Und da müssen wir im Prinzip hin, sodass man sagen kann, wir müssen jetzt natürlich nicht verantwortungslos alles öffnen. Wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Aber ich sehe hier für Deutschland, weil wir auf einem sehr niedrigen Niveau einstellige Inzidenzen noch einen guten Puffer haben, dass wir es schaffen, damit auch so viele Leute zu impfen, bis dann Delta bei uns mal wirklich ankommt, dass wir da keine schweren Probleme mehr bekommen. Und wir machen jetzt erstmal die Schulen für 6 Wochen zu. Wobei, ganz kurz, weil jetzt könnte man natürlich sagen, prima, dann wollen wir gar nichts mehr machen. Also ich mache jetzt mal impfen. So, und was wir natürlich auch haben, genau, impfen, damit man gar nicht erst erkrankt, denn selbst wenn du nicht ins Krankenhaus kommst, du kannst ja sogar bei einem asymptomatischen Verlauf Long-Covid bekommen. Und davor bist du natürlich auch nur mit einer Impfung geschützt. Das heißt, du hast dann zwar unter Umständen nicht diese Tatsache, dass du ins Krankenhaus musst und künstlich beatmet werden musst mit schwerwiegenden Folgen für die Gesundheit, sondern eventuell eine chronifizierte Erkrankung, die dich den Rest deines Lebens begleitet und einschränkt. Und auch dagegen hilft halt Impfen. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Das wäre nochmal wichtig, weil sonst könnte man sagen, ich sitze das jetzt aus. Die anderen sind weil ja jetzt natürlich der Patientenstudienfundamentalist wieder ankommen könnte und sagen könnte, das ist aber überhaupt nicht bewiesen, dass die Impfung auch vor Long-Covid schützt. Also es gibt keine guten Untersuchungen, die entweder sagen würden, du kriegst es noch danach, wenn dich trotz Impfung ansteckt, gibt aber auch keine guten Untersuchungen, die sagen, du kriegst es danach nicht mehr. Ja. Weil wir haben noch nicht genügend Infizierte, die sich geimpft hatten vorher. Ja. Also, es ist eine gute Nachricht, dass wir so wenig Infizierte haben, die trotz Impfung infiziert sind. Ja. Das ist schön. Okay. Ich möchte noch kurz halt viele Dinge i-Tüpfelchen reiten. Mir ist der Ausdruck, der Zusammenhang zwischen Infektionsrate und Krankenhauseinweisung ist gebrochen. Mir ist das Wort zu hart. Ich würde präferieren zu sagen, er ist nicht mehr so stark, wie es in den vergangenen Wellen war. Weil natürlich, wenn die Zahlen raufgehen, dann steigen auch wieder die Krankenhauseinweisungen, aber natürlich nicht im gleichen Ausmaß. Aber wir haben halt noch viele, die ungeimpft sind. Ich glaube, die Zahlen, auf die du dich beziehst, sind eher auch aus diesen englischen wöchentlichen Daten, die da rauskommen. Das ist echt cool, vielleicht nur um das numerisch noch festzuhalten. Also wenn man schaut nach der zweiten Impfung, sieht man da eigentlich nur einen Wirkverlust von ein paar wenigen Prozentpunkten, 5-6% bei den Impfstoffen. Und das ist wirklich nicht viel. Und das Coole ist, was sie auch noch separat angeben in diesen wöchentlichen Updates aus England und Schottland, ist separat Daten zur Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs, also Hospitalisierung, Einlieferung ins Krankenhaus. Und da finden die überhaupt keinen Unterschied zwischen Delta und Alpha. Also da hat man auch da einen Schutz von 94% gefunden gegenüber Delta. Also das ist das wirklich Coole. Das heißt, auf gesellschaftlicher Ebene kann Delta schon ziemliche Probleme bereiten, weil es natürlich wieder diesen Grenzwert für die Herdenimmunität noch ein Stück nach oben treibt. Das hätte ich jetzt nämlich noch gefragt. Wie? Aber auf individueller Ebene, wenn ich doppelt geimpft bin, nach allem, was wir bisher wissen, kann es mir eigentlich völlig wurscht sein, ob ich mit Alpha oder Delta mich infiziere. Wenn ich doppelt geimpft bin, ist der Schutz vor schweren Verläufen gleich. Vielleicht minimal reduzierter Schutz vor leichten Symptomen. Aber für den einzelnen Geimpften ist Delta eigentlich keine Bedrohung. Das heißt, für mich als jemand, wo ich geimpft bin, meiner Familie geimpft bin, kann man Delta eigentlich jetzt so im kleinen Zirkel relativ wurscht sein. Es ist wirklich nur blöd, wenn die Zahlen so weit wieder nach oben schnellen sollten dadurch, dass man indirekt dann wieder betroffen sind und alles schließen müssen, Masken aufsetzen etc. Und man muss natürlich ein bisschen anmerken zu diesem wieder alles schließen müssen. Also diese Verschiebung des Faktors von Infizierten zu Krankenhauseinweisungen,
der hat sich sehr, sehr schnell verschoben, als man die ganz Alten geimpft hat. So, und inzwischen impft man mehr oder weniger durch den Rest der Bevölkerung gleichmäßig durch. Und damit verschiebt sich diese Zahl eigentlich nicht mehr weiter. Das heißt, die Leute, die sich jetzt noch infizieren, haben eigentlich ein relativ gleiches Risiko, noch ins Krankenhaus zu kommen. Das heißt, eine Fallzahl von 334 macht etwa das Gleiche aus wie eine Fallzahl von 100, 150 vor einem halben Jahr. Aber das wird jetzt nicht mehr so schnell besser. Also irgendwo werden die bei den 300, wenn sie auf 400, 500 kommen mit Fallzahlen, werden die auch wieder bremsen müssen. Was etwas schwierig ist, weil der Premierminister versprochen hat, in 2 Wochen machen sie alles auf. Also für Großbritannien ist die Situation nicht schön. Wie ist das denn mit den Schnelltests eigentlich? Ist da, also findet der Schnelltest, den ich jetzt in der Drogerie kaufen kann, die Delta-Variante auch problemlos? Oder genauso gut wie die anderen oder schlecht? Ja, okay. Diese Schnelltests, also die Antigen-Schnelltests, also die Mutationen betreffen meistens dieses äußere Spike-Protein. Fast alle Schnelltests testen auf ein ganz anderes Eiweißmolekül, nämlich das Nukleokapsid. Das befindet sich im Inneren des Virus und das ist von Mutationen eigentlich kaum betroffen. Na super. Also, okay. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage an euch, weil ich habe jetzt selber nochmal gehört, Auffrischungsimpfungen. Also wenn wir jetzt sagen, das kann immer weiter mutieren und jemand gibt es da vielleicht, was kommt nach Lambda? Ich weiß es nicht. Also dann nochmal wieder eine heftigere Variante, wo man dann feststellt, okay, jetzt ist der Impfschutz unter Umständen auffrischenswert. Ich habe jetzt gehört, das war ja schon lange in der Diskussion, dass man Richtung Ende des Jahres an Auffrischungsimpfungen denken muss. Habe jetzt gehört, dass das eher für ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen, wo ein höheres Infektionsrisiko erwartet wird, unter Umständen empfohlen wird. Wie bewertet ihr als Profis das? Also werden wir uns daran gewöhnen, regelhaft dann auch geimpft zu werden? Ich habe heute Morgen noch gehört, dass der BioNTech Chefentwickler des BioNTech-mRNA-Impfstoffs schon an sozusagen den Variationen arbeitet. Das war ja relativ schnell bekannt, dass die mRNA-Impfstoffe auch gut angepasst werden können auf weitere Virusmutationen. Wie bewertet ihr so, Blick in die Kristallkugel natürlich, aber so die weitere Zukunft, was dieses Impfgeschehen angeht? Das würde mich mal interessieren. Bei der Nachimpfung ist es so, dass wir halt bei den älteren Leuten sehen, dass die Impfung A nicht ganz so gut anschlägt. Da gibt es, also generell, wenn du dir im Durchschnitt so die Antikörperspiegel anguckst, liegen die bei den über 80-Jährigen etwas unterhalb von denen bei den Jüngeren. Das heißt, im Schnitt haben die Älteren etwas schlechter reagiert. Das ist aber auch bekannt, bei vielen anderen Impfungen ist das genauso. Es gibt dann noch andere Leute, die aufgrund von Vorerkrankungen teilweise gar nicht reagieren. Also wir haben das auch bei unseren Untersuchungen gesehen, dass wir manchmal über 80-Jährige haben, die zweimal mit BioNTech geimpft sind und gar keine Antikörper zeigen nach der zweiten Impfung. Gerade Krebspatienten, Transplantierte, da kann es sein, dass die Impfung teilweise gar nicht oder sehr schlecht nur anschlägt. Und das sind alles Kandidaten, die man jetzt nochmal besser schützen muss, weil Martin hat ja gesagt, Delta ist ansteckender, das heißt, und es entgeht etwas dem Immunschutz. Das heißt, wenn du da Leute hast, die nicht mehr so optimal geschützt sind, könnten die sich nochmal mit Delta infizieren. Das ist für unser eins, dann wäre das wieder wahrscheinlich eine Erkältung. Aber bei den Älteren, die haben halt ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf. Und dass man da nicht wieder auch viele schwere Verläufe dabei hat, wird es wahrscheinlich sinnvoll sein, gerade in den Pflegeheimen, gerade Leute, die transplantiert sind, andere Vorerkrankungen zu haben, die nochmal vor dem Herbst oder Winter zu impfen, dass die einfach gut durch den Winter kommen. Weil das sind ja auch die Leute, die haben wir ganz am Anfang geimpft. Die sind dann schon fast ein Jahr lang geimpft. Und dann nimmt auch der Impfschutz etwas leider bei denen schon ab. Wir alle, die wir jetzt hier so sitzen und geimpft sind, werden mit der Impfung, die wir haben, gut durch den Winter kommen. Da bin ich sehr sicher. Das heißt, das Gros der Bevölkerung wird sich dieses Jahr nicht auffrischen müssen. Da sind wir erstmal froh, dass wir einmal durch sind. Und werden wir dann eine Knappheit haben wieder an Impfstoff? Nö. Nein. Wir haben ja doppelt so viele Dosen bestellt, wie wir brauchen. Und die kriegen wir auch. Auch wenn jetzt CureVac und Sanofi ausgefallen sind, haben wir von den anderen noch genug und haben ja auch BioNTech nachbestellt. Also da haben wir genug. Okay. Und für uns muss man gucken, also uns sage ich jetzt so die normale, mittelalterliche, gesunde Bevölkerungsschicht, ob die jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr aufgefrischt werden muss, das muss man sehen.
Du kannst dir dann deine Auffrischung auch wiederholen, weil du dich dann halt mit der Variante, die dann nächstes Jahr vorherrschend ist, ansteckst, hast aber noch so viel Grundimmunität, dass du wieder nur dann so einen Schnupfen hast. Und dann bist du wieder immun für 2 Jahre. Das ist ja auch das Prinzip, ich meine, das erleben wir ja schon unser ganzes Leben mit den 4 saisonalen Coronaviren. Ja. Da ist es ja auch so, die hole ich mal alle paar Jahre, kriege ich mal ein saisonales Coronavirus. Und dann habe ich wieder 4 Jahre Ruhe, weil so lange hält die Immunität in etwa. Oder zumindest mehrere Jahre und dann kriege ich es nochmal. Und das ist halt immer eine Erkältung. Und da ist halt, das heißt aber gleichzeitig, dass die Immunität immer wieder geboostert wird. Also ich weiß natürlich auch nicht, aber ich würd schon auch erwarten, dass in meiner Altersgruppe es wird nie wieder dieser Grundzustand da sein, in der es ganz wichtig ist, jetzt jeden sofort zu impfen. Es wird wahrscheinlich eher wie bei der Grippe sein, dass man sagt, gut, die Alten, die haben eh schon ein schlechteres Immunsystem, für die kann das auch, wenn es vielleicht nur eine leichte Grundimmunisierung haben, trotzdem ein Problem sein. Das heißt, die bitte regelmäßig impfen, damit da nichts sein kann. Aber bei den Jungen, wie bei uns, ich nenne uns jetzt mal die Jungen einfach. Du bist ja auch eine andere Generation, aber danke. Mach Martin, das mal. Danke, aber auf Twitch, drücken wir alle den Altersunterschied, den Altersdurchschnitt in ungeahnte Höhen. Also auch, ist ja auch du, junger so, Spund. Ja. Wir sind jetzt mal geschützt, jetzt momentan sehr gut. Das Ding wird endemisch werden, früher oder später kriegen wir es wieder. Wir werden wahrscheinlich ein Kratzen im Hals haben, wenn wir Pech haben, ein Fieber. Und dann sind wir aber wieder radikal geboostet mit der neuesten Variante, die es überhaupt nur geben kann, nämlich die gerade in Umlauf ist. Und es ist ja auch so, von den Escape-Varianten, also zumindest mal die jetzigen Escape-Varianten, also man muss ja davon ausgehen, wenn wir alle durchgeimpft haben, wird die Delta irgendwann wieder weggedrängt werden, weil die einfach zu wenig Immun-Escape macht. Dann werden wahrscheinlich sowas wie Beta und Gamma Chancen haben, sich mehr auszubreiten, weil das die einzigen sind, die sozusagen gegen den Impfstoff wenigstens ein bisschen Immun-Escape machen. Aber auch da würde es zum Boostern reichen, mit einem nicht angepassten Impfstoff einfach denselben Impfstoff nochmal zu geben. Dann gehen die Antikörperspiegel wieder hoch und dann ist man auch dagegen erstmal wieder geschützt. Ja, also eine Anpassung, da müsste man noch ganz andere neue Varianten dafür haben. Moderna hat da eh schon eine Studie gemacht. Die haben ja die waren ja bei den ersten dabei, die quasi an die Südafrika-Mutante einen Impfstoff angepasst haben, oder wie man heute sagt, Beta, die sich auch viele Mutationen mit Gamma teilt, also die Brasilien-Variante, das heißt, das wirkt wahrscheinlich gegen beide recht gut. Und die haben das schon getestet, quasi einen Booster mit dem angepassten Impfstoff und haben gesehen, super, das wirkt dann gegen die Mutante ein bisschen besser, aber nicht viel besser, als wenn ich einfach den ganz normalen Impfstoff noch ein drittes Mal hinterherjag. Wie lange? Das heißt, es ist gut, dass man das testet und sich vorbereitet, aber es ist fragwürdig, ob das überhaupt notwendig sein wird, die Impfstoffe jetzt anzupassen, einfach weil man zumindest bei den Varianten, die man jetzt getestet hat, gesehen hat, die Wirksamkeit kommt wieder auf ein super Niveau, auch wenn ich es einfach nochmal hinterher... Aber wie lange mutiert denn dieser Bursche dann noch? Immer weiter, ewig? Oder gibt es dann irgendwann so ein Stadium, wo er sagt, so, jetzt töte ich meinen Wirt nicht mehr, jetzt reicht's? Es gibt einen virologischen Ausdruck, der heißt Peak Fitness. Also wenn das Ding so fit ist, wie es nur sein kann. Und das richtet sich danach... das Virus muss uns ja noch infizieren. Das heißt, es muss an einen Rezeptor an unseren Zellen andocken. Der verändert sich ja nicht. Das heißt, das Virus hat nur bestimmte Möglichkeiten, seinen Teil zu verbessern. Und irgendwann hat es das Beste rausgeholt, was es kann. Wir sehen, dass sich das Virus immer wieder an den gleichen Stellen verändert. Das heißt, auch die indische Variante hat jetzt nichts komplett Neues. Es ist einfach nur eine Kombination von Mutationen, die wir bei anderen Südafrika und England auch schon gesehen haben. Das heißt, da könnte man auch argumentieren, dass dem Virus irgendwie gar nichts Neues mehr einfällt. Das wäre schön. Hat trotzdem hier nochmal eine Verbesserung hingekriegt. Also genau, hat nochmal eine Verbesserung hingekriegt. Respekt, da freut sich der Martin. Ob es noch andere Kombinationen gibt, aber irgendwann hat das Virus die Peak-Fitness erreicht und dann kann es sich nur noch verschlechtern, weil dann hat es die Situation, also Peak-Fitness in Bezug auf Ansteckung. Ja, nicht in Bezug auf Martin Moder, das ist mir schon klar. Und ich hab auch so das Bild, dass Martin Moder in seinem Fitnessstudio, in dem er trainiert, nebenbei auch so kleine Viren hat, die dann auch auf der Bank liegen. Ja, außerdem auf Österreich ist es ja der Peak-Fitness, ja, mit dem B vorne dran. Sicherlich. Der Peak-Fitness. Genau. Ja.
Okay. Und irgendwann so geht es dann nur darum, dass die Leute halt alle eine gewisse Immunität haben. Und dann kann sich das dies nur noch verbessern, wenn es dem Immunschutz etwas umgeht. Das geht dann auch wieder nur auf Kosten von der Ansteckung. Und die Leute von AstraZeneca haben das mal so ausgedrückt, wenn sich das Spike-Protein so sehr verändern würde, dass die Impfstoffe gar nicht mehr nützen, dann hätte es sich so sehr verändert, dass das Spike-Protein einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Ein Freund, also das Ding muss ja seine Funktionalität aufrechterhalten. Ja. Es gibt sicher urviele Mutationen, die hervorragend den Antikörpern entkommen, aber dann kann es halt seinen Job nicht mehr machen. Mhm. Ein Bekannter von mir. Gerade war es noch ein Freund. Ich kann jetzt nur wiedergeben, was er gesagt hat, weil ich habe das ja selber nicht gesehen. Aber er hat es mir am Telefon erzählt. Ein entfernter Bekannter von dir ist es. Ja? Nein, ich habe mit ihm gearbeitet. Also der ist einer, genau. Der also ist heute in Österreich einer der Zuständigen, der Mutantenbeauftragten Österreichs. Ja, also der ist da sehr involviert in die Sequenzierung der Mutanten. Und der hat gesagt, wenn er sich anschaut, so Visualisierungen von diesem Spike-Protein, ja, also diesem Teil außen am Virus, wo die Mutationen stattfinden, dann, wir sprechen meistens über diese Punktmutationen, ja, also dass sich hier eine Aminosäure verändert, hier eine Aminosäure verändert, das sind dann diese Mutationen E484K und so weiter, die man immer wieder hört. Mhm. Die treiben zum einen diesen Immune Escape, aber der ist auch sehr getrieben von Deletionen, also davon, dass wirklich längere Abschnitte rausgelöscht werden aus dem Spike-Protein. Auch das treibt diesen Immune Escape. Und wenn man sich anschaut, wie sich, hat er gesagt, in so einer Visualisierung, wie sich das Spike-Protein im Laufe der Entwicklung des Virus, ja, im Laufe dieses bunten Stammbaums, wie sich das Spike-Protein entwickelt hat, vor allem später dann, wie schon eine gewisse Immunität vorhanden war in der Gesellschaften, dann schaut so aus, als würde von dem Spike-Protein immer so kleine Häppchen weggebissen werden. Aha. Als wird der ganze Speck wegfallen. Und er hat die Vermutung, ja, das ist jetzt keine wissenschaftliche Arbeit oder so, aber es wirkt einfach so, aus Sicht von jemandem, der an sowas arbeitet, als würde einfach alles an dem Spike-Protein, was nicht wirklich für seine Funktion zwingend notwendig ist, verloren gehen. Weil natürlich, wenn ich jetzt das ursprüngliche Spike-Protein hernehme und ich mache damit einen Impfstoff, ja, dann ist diese ganze Oberfläche, ist Oberfläche, die meine Antikörper lernen anzugreifen. Und wenn ich jetzt hier einen kleinen Happen rausnehme, habe ich hier eine andere Oberflächenstruktur, wo die Antikörper das nicht mehr checken. Ja, das heißt, das knabbert sich quasi ein bisschen ab, damit nur mehr das wirklich Notwendigste übrig bleibt. Und er sagt, er wäre nicht überrascht, wenn wir im Endeffekt dann mit einem minimal funktionalen Spike-Protein dastehen, einfach weil das Endstadium des Immune Escapes wäre, danach kann er nicht mehr viel Speck abwerfen. Das erinnert mich an die Szene in Yellow Submarine von diesem einen gezeichneten Charakter, der alles aufsaugt und dann auch den Hintergrund aufsaugt und am Schluss dann entdeckt, dass nur noch er selbst da ist und er sich dann selbst aufsaugt. Und ich gebe dir 10 Euro, wenn du das jetzt vorzeigst. Das ist so einen schönen einheitlichen Moment. Hintergrund. Moment, schwierig. Und am Schluss ist dann einfach für eine gewisse Zeit das Bild einfach nur weiß. Genauso macht es das Virus. Ja, ist auch so gezeichnet. Meine letzte, Alexa, hattest du? Ich hatte noch eine Sache ansprechen wollen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so dringend zu besprechen, aber irgendwie ganz, ganz interessant vielleicht. Was ihr zu essen bestellen wollt heute noch. Ja, genau. Ich muss eigentlich auch noch Wäsche machen. Nichts mehr. Schrank aufbauen. Lassen wir das. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder so ein paar Artikel gefunden, nach denen dann doch wieder gemutmaßt wird, war das Ganze jetzt ein Laborunfall oder ist das Ganze wieder als Zoonose entstanden, die ganze Pandemie. Und die Artikel, die gehen dann in der Überschrift meistens davon aus, dass es eine neue Studie gibt, nach der das Ganze dann als Laborunfall eben doch möglich ist. Und wenn man dann diese Artikel bis zum Ende liest, dann ist es meistens so, dass da ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Zweifel äußern oder sagen, wir müssen da eben doch noch mehr Fragen beantworten und vielleicht nochmal genauer nachforschen.
Aber sehr viel mehr bleibt dann am Ende nie übrig. Habt ihr da noch irgendwie mehr Informationen? Also für mich wirkt das Ganze so ein bisschen wie, wir müssen da so ein Narrativ am Leben erhalten und die Medien finden das irgendwie auch ganz spannend, sowas mal wieder aufzugreifen. Aber so wirklich ernsthaft diskutiert wird das nicht. Ja, Fragezeichen. Das Problem ist, Fragezeichen, genau. Es kommt darauf an, was genau die Frage ist, die man stellt. Also das Schwierige ist, wenn vielleicht vorab, ich stehe dem sehr agnostisch gegenüber. Ja? Also ich möchte weder sagen, das kommt fix jetzt direkt von einem Viech übergangen oder vielleicht hat man von einem Viech die Viren in ein Labor mitgenommen und dort ist was schiefgegangen. Das kann natürlich auch sein. Und was halt die Möglichkeit ist, die einige befürchten, vielleicht habe ich die Viren in ein Labor mitgenommen, habe dort Gain-of-Function-Experimente gemacht, genau. Was man auch besprochen hat, wo halt die Schwierigkeit ist, dass, vielleicht noch kurz zur Stundenwiederholung, Gain-of-Function heißt, ich nehme die Viren, wie sie sind, aus dem Viech zum Beispiel raus, setze die dann einen Selektionsdruck aus, um sie in eine gewisse Richtung zu verändern, ohne aber gezielt was zu verändern. Ich erhöhe nur den Druck auf sie, dadurch verändern sie sich selbst und da wäre es dann auch nicht unmöglich, dass sowas entkommt, ja. Wobei die Begrifflichkeit Gain of Function wird auch unterschiedlich benutzt. Also nicht nur ja, es muss, ungezielte, sondern... Ja, du kannst doch gezieltes Gain of Function machen, aber meistens ist das gemeint. Und ich meine, ich kann natürlich nicht einschätzen, ob das, was jetzt passiert ist, ja, aber es ist halt historisch, gibt es halt ein paar Fälle. Es ist in der Vergangenheit schon aus einem Hochsicherheitslabor mal ein SARS-Virus auskommen. In China, ich glaube, der letzte Mensch, der an Pocken gestorben ist, ist an Pocken gestorben, die aus einem Labor ausgekommen sind. Das ist eigentlich ein sicher. Also Unfälle passieren. Man hat immer ein Restrisiko, auch wenn es sehr gering ist. Was das Thema so schwierig macht, ist, du hast halt grundsätzlich nicht die Notwendigkeit, dass du sagst, es muss aus einem Labor kommen. Es sind andere Coronavirus-Pandemien der Vergangenheit aus dem Kamel raus gerade, wo man übrigens große Probleme gehabt hat bei der Bekämpfung, weil unter den Kamelbesitzern zu viele Kamelimpfgegner waren, die ihre Kamele nicht impfen lassen wollten. Wenn man sich dachte, Kamelimpfgegner, jetzt habe ich, glaube ich, alles gehört. Aber ja, naja, weil Kamele da, das ist wie ein Cadillac. Ja, ja, die wollen nicht, ja, schon klar. Falken und Kamele, ja. Und dann hat man halt die Kamele durch. Und was halt jetzt so schwierig ist, du hast halt noch nicht so richtig klar ausfindig machen können, von welchem Viech das Coronavirus jetzt auf uns übergegangen ist, was in Wirklichkeit auch sehr, sehr schwer sein könnte, weil es gut möglich ist, dass die ursprüngliche Variante von dem Virus in der Wildnis gar nicht mehr kursiert. Ja? Mhm. Das heißt, wenn wir in die blöde Situation kommen, dass man jetzt die nächsten Monate, Jahre nicht wie damals beim Kamel oder vielleicht bei der Schleichkatze, wie es bei einem anderen Coronavirus war, ganz klar den Wirt ausfindig machen können, dann wird es halt immer die Spekulationen geben, dass das vielleicht aus einem Labor kommt und man wird es auch nie wirklich widerlegen können, weil bei einem Selektionsdruck Gain-of-Function-Experiment keine Mutationen entstehen, die nicht in der Wildnis genauso entstehen könnten. Aber das ist ja auch komplett, also es ist, vielleicht könnte man dann irgendwelche Ansprüche an Schadenersatz vielleicht stellen, wenn es ein Laborunfall war, aber im Grunde genommen, was sich ja mit dieser Frage verbirgt, und das ist nochmal wichtig zu adressieren, ist ja die Idee, dass man in China absichtlich ein Virus gezüchtet hat und dass man dann in die Welt entlassen hat, um ein Ziel zu verfolgen. Das ist aber bei so einer klassischen Verschwörungstheorie. Ja, das gibt es auch. Schon der nächste Schritt, ja. Und das, ist es halt, das haben die mit Sicherheit nicht gemacht, weil wenn man sich jetzt gerade wieder die wirtschaftlichen Einschränkungen, zwar nach oben gegangen natürlich, weil wir uns alle die Maske gekauft haben, aber jetzt gerade werden wieder die Häfen dicht gemacht, was sehr problematisch ist, weil es eine weitere Welle in China gibt. Ich glaube, das ist einfach Bullshit, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Ich will es aber einmal nochmal sagen, weil die Frage ist, man kann das diskutieren, ist es ein Laborunfall oder nicht, oder ist es außer Natur ins Labor, da stehen wir oder hin und her. Das ist so eine Gefühlssache. Ich glaube, es gibt Menschen, für die ist es einfach wahnsinnig wichtig, da einen Urheber für diese Katastrophe zu haben. Also mir persönlich reicht es zu sagen, das ist eine Naturkatastrophe, mit der wir irgendwie umgehen müssen und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Aber es gibt halt Menschen, die wollen einen Schuldigen haben. Und für die wäre das einfach total toll, wenn sie sagen könnten, die Chinesen waren es. Genau, entweder unabsichtlich oder absichtlich. Der Trump hat das super geritten, die Nummer, ja. Ja, aber es ist insofern tatsächlich wichtig, weil
Weil es ist auch innerhalb der Forschung, auch bevor es die Pandemie jetzt gegeben hat, schon lange ein großes Thema, ob die Nutzen-Risikorechnung von Gain-of-Function-Experimenten aufgeht. Okay, ja. Also zum Beispiel in den USA war bis vor ein paar Jahren Gain-of-Function-Forschung verboten. Oder verboten ist das falsche Wort, du hast keine Fördergelder mehr dafür bekommen. Weil nachdem 2012 da mal ein bestimmtes Gain-of-Function-Paper veröffentlicht worden ist, das eigentlich zuerst die Fachzeitschriften gar nicht veröffentlichen wollten, hat es große Diskussionen gegeben, ob das Risiko da nicht so groß ist für die Forschung. Und da hat man gesagt, dann fördern wir die ein paar Jahre mal nicht. Und dann hat man wieder damit angefangen später, weil Grundlagenforschung ja auch irgendwo gemacht werden muss. Aber wenn sich jetzt herausstellen würde, zum Beispiel, ja, nur als Gedankenexperiment, dass da Gain-of-Function-Versuche gemacht wurden mit den Coronaviren und dass das halt nach außen getragen worden ist und so problematisch war, dann wäre das halt das bisher handfesteste Argument, um zu sagen, das Risiko, das von Gain-of-Function-Forschung ausgeht, überwiegt den Nutzen bei weitem und wir sollten globale Anstrengungen unternehmen, keine Gain-of-Function-Forschung mehr zu machen. Aber gab es denn nicht auch irgendwie dieses, hast du das nicht auch mal gesagt, dass das, oder Drosten oder irgendjemand hat zitiert, dass dieses Virus für ein künstlich hergestelltes Virus zu schlecht gemacht ist? Ich habe mal ein Video gemacht, da ärgere ich mich eher ein bisschen, dass ich das nicht klarer formuliert habe. Ich habe mal ein Video gemacht zur Frage, ob es aus einem Labor ausgekommen ist. Ich habe aber streng genommen nicht die Frage beantwortet, ob es aus einem Labor herausgekommen ist, sondern die Frage, ob das Virus gezielt genetisch so verändert wurde, um auf den Menschen überzugehen. Da gab es eine Arbeit, die hat sich das angeschaut und die Arbeit habe ich erklärt. Streng genommen ist also die Frage, die ich da mir stelle, nicht kam es aus einem Labor, sondern wurde es gezielt verändert. Und das kann man eigentlich ziemlich gut verneinen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man es nicht aus der Fledermaus ins Labor gebracht hat, dort dann vielleicht irgendwelche Selektionsdrücke angelegt hat und das wieder rausmarschiert ist. Aber das glauben ja einige. Also dass mit dieser Laborgeschichte, dass da jemand, verrückter Scientist, jetzt dieses Virus designt hat, um genau das zu machen, was natürlich Schwachsinn ist, weil so klug sind wir Wissenschaftler ja gar nicht. Also wir können ja gar nicht von einer Sequenz des Virus vorhersagen, was das nachher machen würde. Ja, also Müsste man ja eigentlich nur die ganzen Varianten sequenzieren und wüsste sofort, wie gefährlich die sind. Ja, genau. Sonst wüssten wir ja genau. Sonst würdest du Delta sequenzieren und wirst genau, 50% mehr ansteckend und entgeht dem Immunschutz bei so viel Prozent. Aber solche Vorhersagen gibt es einfach nicht. Und genauso kannst du es auch nicht andersrum machen, dass du sagen möchtest, ich möchte jetzt ein Virus entwerfen, was die Atemwege infiziert und da wunderbar an diesen ACE2-Rezeptor bindet. Ja, wunderbar. Und dem Immun und dann das Immunsystem auch noch so umgeht, dass es auch krankmachend ist. Das geht einfach nicht. Also das ist das Einzige, was wirklich rein theoretisch nur möglich ist, ist, was Martin gerade erklärt hat, dass man das Virus aus dem irgendeinem Tier mit ins Labor genommen hat und jetzt nicht gezielt verändert hat, aber immer wieder auf Zellen gegeben hat, jetzt nicht von dem Tier, sondern vom Menschen. Und dann musste sich das an den Menschen anpassen, sozusagen. Ja, beziehungsweise von den Dingen, die man gezielt machen könnte, um es problematischer zu machen, die wären genetisch sehr auffällig. Ja, okay. Also das ist etwas, das wird den Genetikern sofort auffallen. Weil, also ich erinnere mich, weil ich in meinem Buch drüber geschrieben habe. Das heißt, ich erinnere mich nicht, aber ich erinnere mich, dass ich drüber geschrieben habe. Du warst es, wenn es ein Zettel warst. Irgendein Virus haben sie hergestellt und das dem haben sie noch irgendwas mit auf den Weg gegeben, dass das irgendein Interferon ausschalten kann, also ein Signalmolekül meiner Zellen, das eigentlich der Virusbekämpfung gilt. Und dadurch wurde das Ding halt viel gefährlicher. Aber da ist halt wirklich der Punkt, wenn ich so eine gezielte Veränderung mache und ich sequenziere das Genom von dem Ding durch, sehe ich sofort, dass da was eingebracht worden ist. Also das ist eigentlich, dass man da gezielt was verändert hat, das nimmt eigentlich niemand an, der seriös ist, in meinen Augen. Aber das ist noch ein wichtiger Punkt, dass mit dem Gain-of-Function-Experimenten, dass man das dann anders bewerten würde. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Wobei andersherum, du wahrscheinlich irgendwo auf der Welt in irgendeinem Staat dann trotzdem Wissenschaftler finden wirst, der es macht. Wir haben ja das CRISPR-Baby in China ja dann auch gehabt. Der ist ja auch schwer dafür dann sozusagen in die Verantwortung genommen worden und wird jetzt geschasst von der Wissenschaftscommunity, aber einer hat es dann halt trotzdem
gemacht. Aber klar, zu sagen, Kinder, diese Art von Experimenten bringen uns nicht weiter, wenn es so wäre, das ist ein valider Punkt. Das kann ja auch legitim sein. Jetzt zum Beispiel ganz konkretes Beispiel. Jetzt haben wir SARS-CoV-2. Jetzt wollen wir mal wissen, wie weit kann es denn das Virus treiben? Wie schlimm kann es denn noch mutieren? Ja. Und wir wollen nicht warten, bis sich diese Mutanten so entwickeln. Jetzt gehen wir ins Labor und lassen das mal munter vor sich hin mutieren und gucken, welche Mutanten kommen dann raus. Genau. Und dann hast du genau das Experiment gemacht. Muss man eigentlich Gain-of-Function-Forschung machen. Genau. Und dann hast du genau das Experiment gemacht, was wir gerade besprochen haben, was du eigentlich nicht machen solltest. Nee, ja, das hat man die Frage zurück. Also ich weiß nicht, ob das jetzt klar war, aber das hat man ja auch gemacht. Das hat man Ende letzten Jahres veröffentlicht. Man hat das Coronavirus genommen und geschaut, wie arg können wir es jetzt machen mit Gain-of-Function. Und das ist dann super der Immunantwort entkommen. Sag dann mal, wie heißt dieses Labor in Wuhan? Heißt es nicht sogar irgendwas mit Covid? Oh, komme ich auch noch nicht. Weiß das jemand? Das weiß ich nicht, aber es wäre jetzt auch nicht so ungewöhnlich, weil Covid ja ein zusammengesetztes Coronavirus Disease mit der Jahreszahl. Also insofern, Coronaviren gibt es halt. Kann da irgendjemand mal kurz nachgoogeln? Hieß das nicht irgendwie Wuhan Institute of Virology oder irgendwie? Ich glaube auch eher ganz unverdächtig. Es war nicht das Covid Origins. Nein, das erste, als ich. Covid Research Center. Das erste, also, weiß ich noch. Der offizielle englische Name heißt Wuhan Institute of Virology of the Chinese Academy of Sciences. Und dann kommen ganz, ganz viele wunderschöne chinesische Schriftzeichen, die ich nicht lesen kann. Wie sich diese jetzt aussprechen. Ja. Covid 18 durchgestrichen, 19 durchgestrichen. Das war ja ganz am Anfang so, was kommt denn als nächstes? Covid 19, Covid 20, also, weil 21. Das war so mein allererster Gedanke vor über einem Jahr, dass da in Wuhan ein Labor ist, was zufällig genau das forscht und dann kommt das zufällig genau daher. Das ist halt schon echt, wie soll ich sagen, das ist schon ein sehr hübscher Zufall, den man vielleicht als Romanautor fast ignorieren würde, weil es zu banal ist. Ja, nee, es gibt aber einen Roman, wo das drin ist. Es gibt auch einen Roman über ein Labor in Wuhan, was mit Viren experimentiert. Also, was? Ja, es gibt, ich habe es irgendwo mal, glaube ich, sogar in einem Blogartikel erwähnt. Also es gibt tatsächlich, es ist ein 3 oder 4 Jahre alten Roman, wo jemand geschrieben hat, dass irgendwas in einem Labor in Wuhan passiert. Aber das, ich meine, Wuhan ist keine kleine Stadt, das ist eine der größten Städte in China. Ja, ist so groß wie Österreich von den Einwohnern her. Ich glaube, Wuhan hat so viele Einwohner wie Österreich circa, habe ich mir mal angeschaut, wenn ich es richtig im Kopf habe. Welche Stadt nicht? Und, dementsprechend, und es gibt, glaube ich, 2 derartige Labore in China. Also es ist jetzt nicht die 9. Stadt in China. Also das war auch nicht wirklich ernst gemeint. Aber jetzt nicht. Ja. Also, aber es ist mittlerweile, man ist sich nicht mehr ganz so sicher, ob wirklich dieser Fischmarkt da, also man geht fast schon ein bisschen davon aus, dass dort eher das erste Superspreading-Event war, aber nicht unbedingt der Origin. Ah, okay. Ich möchte gerne noch eine letzte Frage stellen, wo ich eigentlich eher eine Meinung von euch hören will. Und dann würde ich den Chat aufrufen, einmal ein paar Fragen hier reinzuballern, was sowieso schon die ganze Zeit geschieht und was ich auf eine Art gut, aber auf eine andere Art auch sehr ablenkend finde. Sagt einmal, kann mir irgendjemand erklären, warum in Gottes Namen, falls es einen gibt, die Politik nicht einfach sagt, so, und jetzt kaufen wir mal ganz viele Luftfilter für die Schulen und ganz viele Masken, die vielleicht auch mal funktionieren. Und dann wird da viel gelüftet und immer dann, wenn wir ein Problem haben, dann machen wir die mal für eine Woche zu und wieder Wechselunterricht. Warum, oder vielleicht ist es auch nur bei mir, warum habe ich so dieses Gefühl, dass das sozusagen ignoriert wird? Oder ist das gar nicht so? Oder sind die Schulen gar nicht so das Problem? Meinem Eindruck nach schon. Was soll denn dieser Scheiß? Und so Luftfilter, die kosten jetzt auch nicht die Welt. Warum zum Fuck? Darf ich polemisch werden? Ah, total gerne. Aber ich halte mich erstmal zurück. Nee, sag du erstmal. Komm, erstmal polemisch. Ich kann auch bloß polemisch werden. Mir fällt auch nichts Besseres ein. Okay, dann sage ich etwas als vorab Wogenkletter. Ich weiß nicht, wie gut man einschätzen kann, wie hilfreich das tatsächlich ist und inwiefern sich eine solche Investition für so eine Ungewissheit lohnt. Aber jetzt könnt ihr mir gern sagen, dass man unfassbar gute Daten hat, dass man
wie viele Infektionen sich wirklich damit verhindern ließen. Weil ich kenne es nicht. Ich will erstmal zurück zur Polemik. Können wir bitte mal erstmal zur Polemik zurückkommen? Was ist denn das für eine Diskussionsrunde? Bitte, Herr Waschgau, Diplompsychologe. Naja, wenn man sich mal so anschaut, wie Anschaffungen in Schulen organisiert sind in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Art Polemik, ja. Dann hast du das Problem, dass eine Bundesregierung in Berlin sagen kann, wir geben jetzt eine Fantastilliarde Euro, kauft bitte für die Schulen, was ihr braucht. Dann streiten sich erstmal die Länder darüber, wie diese Fantastilliarde Euro auf die Länder verteilt wird. So, das ist erstmal etwas, was ein bisschen dauert. Dann werden die sich einig und dann kommt diese Fantastilliarde aufgeteilt in die Bundesländer. Und dann ist es so, dass diese Bundesländer ja belegen, oder weil es öffentliche Gelder sind, dann wird nochmal runterverteilt. Schulen sind ja zum Teil regional in ihrer Zuständigkeit. Da muss also innerhalb der Länder dieses Geld dann wieder verteilt werden. Und dann ist es ja so wunderbar, dass Gelder aus der öffentlichen Hand ab einer bestimmten Volumensgröße durch bestimmte Ausschreibungsverfahren auch verwendet werden müssen. Das heißt, du müsstest dann auch gucken, wie viele Hersteller von solchen Filteranlagen gibt es. Das ist auch bei uns so. Je nach Volumen, was du anschaffen willst, ist das so. Dann musst du die Angebote einholen, dann muss das gekauft werden und du musst vor allen Dingen jemanden haben, der das dann auch macht, zeitlich. Und da haben wir einfach ein Problem in Deutschland, dass das bei uns so prima alles reguliert ist, meiner Meinung nach, dass wir gar nicht dahin kommen, das zu tun. Und dann gibt es halt diese merkwürdigen Regelungen von macht mal Fenster auf. Und dann gibt es eine Schule, die sagt, ja, aber ihr habt doch bei uns die Fenster halt so konzipiert, dass sie genau 3,8 Millimeter aufgehen, damit keiner rausspringt, Sicherheitsfenster. Wir können gar nicht lüften. Und dann sind wieder irgendwelche baulichen Maßnahmen, die dagegen sprechen. Also meiner Meinung nach haben wir hier das Problem, oder anders formuliert, da haben wir leider natürlich auch keinen Politiker, dessen Schwippschwager so ein Hersteller von solchen Geräten ist. Dann wird das wahrscheinlich alles viel schneller gehen, um mal ein bisschen polemischer zu werden. Aber das ist einfach das Vergabeverfahren im föderalistischen System, was Schulen angeht, was so eine Vergabe und Mittelweitergabe einfach unfassbar schwierig macht. Wir haben ein ähnliches Beispiel, wenn es um den Netzausbau geht, da haben wir mich sehr viel befasst, ländliche Räume, was Breitbandausbau angeht. Die Kohle ist da. Wir haben nicht genug Firmen und wir haben nicht genug Potenzial, das alles auszubauen. Das Geld ist längst da, damit wir überall schön Glasfaserkabel liegen haben. Nur es muss auch irgendwer dahin liegen und die Aufträge müssen vergeben werden. Das muss einer machen und das dauert halt einfach Zeit. Und das ist bei uns alles so ein bisschen glaubst du, spielt auch die Angst hinein, dass man sagt, gut, das ganze Unterfangen wird 4 Monate dauern, bis wir das alles installiert haben. Bis dahin haben wir die Kiddos durchgeimpft und dann ist für den Arsch. Ja, deshalb haben sie am Anfang auf die Impfung gesetzt. Also ich meine, klar, wahrscheinlich wird es wieder eine Mixtur an Sachen sein. Also dein Argument, Martin, dass man sagt, gibt es schon harte Daten, ob das wirklich wirkt, das finde ich natürlich im Moment ein bisschen problematisch, weil wir haben ja auch am Anfang sehr lange diskutiert, bevor wir rausgefunden haben, dass die Masken was bringen. Genau. Weil am Anfang war genau das wissen wir denn, ob die wirklich funktionieren? Ja? Also vom Gefühl her würde ich schon sagen, wenn ich einen gewissen Luftaustausch habe und das Ganze entweder direkt nach außen blase oder über so einen HEPA-Filter mache, dann kann das nur nützen. Wie viel das nutzt, das kann dir, glaube ich, aktuell noch keiner wirklich belegen. Das wirkt auch nicht nur gegen Corona. Ich meine, dann hast du auch, ich habe jetzt von vielen auch Kindergärten gehört, dass durch die ganzen Hygienemaßnahmen die ganzen Magen-Darm-Geschichten ausgefallen sind dieses Jahr. Da sind die alle nicht böse drüber. Und das kannst du halt in den Schulen dann irgendwann auch hinkriegen. Aber es wird nicht so sein, dass du nach den Sommerferien in jeder Schule eine Lüftungsanlage hast, die die Leistung hat und die Filter hat, um das zu machen. Das schaffen wir nicht. Das wird wieder so eine Mixtur an Maßnahmen. Was ich nicht verstehen kann, ist, also ein Luftfilter, also selbst wenn es nur so ein mobiles Gerät ist, wie ich jetzt hier zu Hause stehen habe, ja, wegen Pollenallergie. Das ist so eine Bereicherung auf so vielen Ebenen. Natürlich auch in Kombination mit Lüften. Wir wollen ja nicht immer nur dieselbe Luft irgendwie umwälzen. Man muss natürlich ab und zu mal das Fenster aufmachen. Aber dann ist halt ganz schnell zum Beispiel für all die Kinder und LehrerInnen, die Pollenprobleme haben, auch dieses Problem nicht mehr so drastisch. Diverse Viren, die Kinder normalerweise miteinander hustend, schniefend und schmierinfektiös aneinander weitergeben, sind reduziert. Das ist doch eine Investition, die sich auf lange, lange, lange Sicht irgendwie lohnt. Und, Schmierinfektionen schützen jetzt nicht, aber. Nein, ich meine, das ist auch etwas, womit sie es weitergeben, ja. Und äh, ich, ich,
Und wenn man jetzt sagt, komm, wir kaufen einfach mehr Seife, mehr Handtücher, Luftfilter und führen ein, dass alle 20 Minuten da keine Ahnung, was gelüftet wird. 23 Jahre Vertrag mit dem Seifenhersteller über ein bestimmtes Volumen, dann müsste ja dieser Vertrag wieder angepasst werden. Nee, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen, man hat jetzt einfach beschlossen, es ist vorbei und wir machen jetzt Regelbetrieb, Punkt. Und das ist, glaube ich, im Wesentlichen hat das gar nicht so viel mit den Lüftungen zu tun. Das hat in erster Linie mit den Eltern zu tun, weil man nämlich den Eltern sagen wollte, wir machen auf gar keinen Fall wieder Wechselunterricht. Aber das kann man doch nicht einfach sagen. Natürlich nicht. Man wird die Kinder in Quarantäne schicken, wenn ein Ausbruch ist. Selbstverständlich wird man das tun. Aber dann können die Kultusminister sagen, das ist aber nicht unsere Verantwortung. Die Quarantäne wird uns ja von anderen Leuten. Aber entschuldigt, das ist doch total dumm. Ja, es ist sozusagen zwischen den, das ist so ein bisschen wie Fachidiotentum in der Wissenschaft. Ja, das sind die unterschiedlichen politischen Abteilungen, die ihr eigenes Süppchen kochen. Ja, aber das darf man doch nicht, wenn es um Menschen geht. Ich weiß nicht, ob wir genug wissen. Ich glaube, das ist doch wurscht. Ich glaube, wir haben keine Ahnung. Also weiß jemand von euch, was das kosten wird? Im Vergleich zu anderen Maßnahmen? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, also ob alle Schulen mit Filtern auszustatten vielleicht so viel kosten wird wie ein Monat Lockdown. Das kommt darauf an, was für eine Technik du dich entscheidest. Ja, also und ich denke mir, das in Kombination. Ja, warte, lass doch den Mollen deine Frage beantworten. Es ist relativ viel erfahren, wenn wir beide weiterreden. Es gab ein paar Ansätze, die waren halt billig, die waren halt eher laut, was natürlich für den Unterricht auch nicht doll ist. Es gibt professionelle Anlagen, die nicht laut sind, die sind halt eher ein bisschen teurer und ein bisschen haben halt zurzeit auch Lieferzeiten, ja, weil natürlich die Schulen nicht die einzigen waren, die das nachgefragt haben, aber vor allen Dingen halt letzten Winter. Und ich glaube, man hat so ein bisschen gesagt, okay, der Winter ist vorbei, das Thema hat sich jetzt erledigt. Also es war, glaube ich, auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man im Frühjahr gesagt hat, jetzt können wir ja wieder Fenster aufmachen. Ja. Kurzsichtigkeit triggert mich so sehr, da kriege ich so einen dermaßen Wutpickel sofort im Hirn, das ist unfassbar. Ja, aber das ist so. Ja, aber man muss, eine Sache, die sich auch noch geändert hat, ist, dass letzten Winter noch die Gefahr war, da wurde immer bei den Kindern die Treiber der Pandemie. Also sprich, breitet sich das Virus in den Schulen aus und die Kinder tragen das mit nach Hause. Dieser Faktor ist dann durch die Impfungen irgendwann weg. Ja, dann sind die Eltern und die Großeltern geimpft. Und wenn die Kinder sich in der Schule infizieren, dann reden wir darüber, dass die Kinder wahrscheinlich einen leichten Verlauf haben. Das lässt alle Sachen wie Long-Covid außen vor. Und sie tragen es dann vielleicht noch nach Hause, aber stecken dann keinen mehr an. Ich will aber nicht, dass die Kinder, meins vor allem, aber auch deine nicht, Covid, Long-Covid Richtig. Oder irgendwas. Ich will es nicht. Ich will nicht mal einen leichten Verlauf. Ich will es gar nicht. So. Aber was er meint ist, wir wissen ja nicht, ob die Kinder von Long-Covid häufig betroffen sind. Es könnte nicht. Aber sein. Das will ich auch nicht. Ja, natürlich. Will das alles. Wobei wir natürlich langfristig nicht verhindern werden, dass Kinder Erkältungen bekommen. Ja, meins nicht. Also das, Nein, natürlich, ist schon klar. Ich will es nur bitte nicht. Und ich möchte auch gerne, dass die Menschen sich da, die für solche Dinge zuständig sind, zuständig fühlen und sagen, was können wir tun und nicht, was können wir denn lassen jetzt, wo geimpft wird. Wir müssen natürlich ein Stück weit auch realistisch sein. Also wir hatten aus Großbritannien, bevor die Fallzahlen von Covid da wieder so angestiegen sind, gab es das Phänomen in Großbritannien, dass massenweise Eltern, nachdem die Schulen wieder geöffnet wurden, massenweise Eltern mit ihren erkälteten Kindern in der Notaufnahme standen, weil sie überhaupt kein Gefühl mehr dafür hatten, wann ein Kind erkältet ist. Also das, dann gingen natürlich, fingen die Erkältungskrankheiten wieder an, in den Schulen rumzugehen und plötzlich waren die Eltern vollkommen überfordert. Naja, das gut. Kind hat was. Und ja, also. Ein Beispiel aus dem erweiterten Bekanntenkreis von uns, da hat tatsächlich in einem Bundesland, das jetzt nicht Hamburg ist, ein Förderkreis solche Filteranlagen finanziert und hat gesagt, wir kaufen die jetzt einfach und stellen die in die Klassen rein, dann ist der Bums vorbei. Und dann hat tatsächlich die Aufsichtsbehörde der Schule gesagt, das könnt ihr nicht machen. Die Geräte sind nicht geprüft, die sind nicht genehmigt von uns. Die Geräte werden nicht in der Schule aufgestellt. Also wir haben hier so eine Art Verantwortungsdiffusion, Zuständigkeitsgerangel und die Kinder sind besonders schützenswert. Natürlich völlig zu Recht. Und dann gehen auch solche Maßnahmen nicht, weil man könnte ja sagen, wenn man das jetzt sagt, Eltern, Fördervereine können ja diese Geräte im Zweifelsfall auch finanzieren.
selbst das wird mit irgendwelchen Regularien verhindert. Also das ist, da finde ich ist sehr unser Land an vielen Stellen. Ja, das ist einfach sehr überreguliert an vielen Stellen. Aber Entschuldigung, da muss ich noch mal einhaken, weil ich weiß schon wieder nicht, ob wir genug wissen, um das alles so verurteilen zu können. Zum Beispiel. Mir fällt es ganz leicht. Ich hab nach all diesen Jahren endlich meinem Impuls nachgegeben, mir eine Klimaanlage zu kaufen. Eine mobile Klimaanlage, damit ich mein Leben wieder da packe. Und es ist ein Traum. Ja. Aber du weißt schon, dass wir gerade den Klimawandel und solche Dinge diskutieren. Mir ist heiß, ich will eine Klimaanlage. Das ist jetzt die letzte Sendung von Martin Moder. Haus nach. Ist, dass es unfassbar wichtig ist, in einer Wohnung wie meiner gleichzeitig einen Detektor für Kohlenmonoxid anzubringen. Weil sonst die Chance besteht, dass ich urviel Kohlenmonoxid hier irgendwie akkumuliere in Kombination mit meiner Gastherme und sterb. Und wenn ich jetzt so ein Gerät in jede Klasse stelle, dann muss ich wissen, dass das überprüft ist und dass das mit allen Normen geeignet ist. Warte mal, ganz kurz. Das sind aber doch zwei Dinge. Moment, du hast ein Kohlenmonoxidgerät wegen deiner Gastherme, Detektor. Weißt du, das ist urinteressant. Du hast bei diesem komischen Gasthermending, ja, da geht das Kohlenmonoxid oben raus. Ja, ich verstehe das schon, aber beschreib mir kurz den Zusammenhang zwischen einer Klimaanlage und der Gastherme. Die Klimaanlage pumpt unter anderem Luft raus. Die Klimaanlage erzeugt einen Unterdruck, das saugt das Kohlenmonoxid zurück, was eh schon nicht rausgehört, weil es draußen so heiß ist, und dann akkumuliert das da drin und ich sterbe. Weißt du? Und wenn du jetzt Sachen hast, die normiert sind und kontrolliert und etc. Also ich verstehe das, wenn irgendein, was wir sagen, das ist irgendein bürokratischer Scheißdreck, der das verhindert. Aber was habt ihr denn für Schulen in Österreich, wenn da Gasthermen in den Klassenräumen sind? Ich weiß es, das wissen wir alle nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es so Normen gibt. Und ich glaube, wir haben keine Ahnung, was die Normen sind, die erfüllt sein müssen, damit ich ein Gerät in einen Klassenraum stellen kann. Ist richtig, aber ich wurde auch schon von Elternvertretern angeschrieben, und da hat sich dann die Aufsichtsbehörde auch rausgeredet, aber noch interessanter, weil die gesagt haben, dass schon bewiesen wurde, dass die Filteranlagen den hohen CO2-Gehalt, wenn man da nicht lüftet, sowieso nicht rauskriegen würden. Von daher müsste man ja jetzt lüften. Und von daher bringen diese Anlagen ja auch nichts. Was? Ja, wo man einfach wieder Filteranlagen, ich filter ja kein CO2 raus. Das heißt ja nicht, dass ich die Atemluft einfach mal wieder erneuere. Die haben die Funktionsweise nicht verstanden. Die wissen nicht, wie ein Filter funktioniert. Einfach darauf berufen, dass CO2, weil man kann ja auch CO2-Rechte haben, der hohe CO2-Gehalt, wenn die Kinder in der Klasse sind, das kriege ich nur durch Lüften, und das kriege ich nicht durch Filter raus. Ja. Die glauben, das Virus reitet am CO2 durch den Raum. Keine Ahnung. Also das war wieder so eine Regularie, wo ich es auch nicht verstehe. Ja. Das ist sehr frustrierend. Sehr frustrierend. Ich hatte irgendwie, ich weiß auch nicht warum, auf eine andere Art von Antwort gehofft, aber ich hätte sie mir eigentlich, glaube ich, selber denken können, auch wenn die sehr nah im Comedy-Klischee war. Martin, deinen Versuch in allen Ehren. Ich sehe auch so, dass Regularien und Normen grundsätzlich wichtig sind. Ich glaube nur, dass mit dem Gaswächter in den Schulen ist in Österreich bestimmt... Das war jetzt nur ein Beispiel, was Normen betrifft, dass man nicht einfach sagen kann, wir stellen es rein, ist wurscht, ob das alle an. Natürlich. Aber Schulen in Österreich, wo man sehr viel mit Holz heizt, natürlich gucken müssen, dass da der Heizer im Raum steht. Ja, ja. Der Heizer, ich bin eh schon am Schaufeln, wir wahnsinnig. Das verstehe ich natürlich. Ja? Das ist mir klar, dass der dann aus dem Keller hochkommt und sagt, ich habe die ganze Zeit gehetzt, aber es wird nicht wärmer. Was soll ich machen? Ich war so seit. Das verstehe ich natürlich. Tommy, allein wegen dir bin ich froh, wenn die Pandemie vorbei ist. Ich möchte noch in einem schlüssigen Satz zusammenfassen, was eigentlich das war, was ich aussagen wollte. Ja, das wäre schön. Ich weiß, man muss bei allen Maßnahmen, ja, jede Maßnahme geht mit einem Aufwand einher und man muss eigentlich immer schauen, dass man eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt, damit man weiß, lohnt es sich. Ich habe den Eindruck, wir wissen alle nicht wirklich, was die Kosten wären und wir wissen auch nicht wirklich, wie groß der Nutzen wäre. Und da lässt sich schwer eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir wissen nicht genug, um wirklich zu sagen, dass das eine Maßnahme ist, die sich rentiert. Weil im Endeffekt, ich kann nicht sagen, wenn ich das Ding in eine Klasse hau, dass ich dann die Ansteckungen, um ein
Drittel reduziere, um ein 500stel reduziere, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Und solange ich das nicht kann, kann ich auch nicht sagen, das sind einfach alles die Überregulation und so. Vielleicht ist es wirklich eine Maßnahme, wo die Kosten-Nutzer-Rechnung nicht passt, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine, die total passen wird und längst überfällig ist, aber ich möchte nur nicht mich jetzt so darstellen, als würde ich sagen, die sind alle unfähig und das sollte schon längst gemacht sein, weil ich bei weitem nicht genug weiß, um zu sagen, zahlt sie das aus. Du machst mir mit deiner Sachlichkeit meine ganze Polemik. Das nicht nervt mich, Martin. Wahnsinnig. Und das von dir, Martin, da bin ich wirklich. Ja, ich bin halt die Stimme der Vernunft in diesem Chaos. Ja. Das war schon immer so. Deswegen bist du auch so selten dabei. Mach dir mal Gedanken. Das hast du nicht wirklich gesagt. Aber auch, das Martin. Würde aber auch gar nicht so durchschlagen, wenn nicht sozusagen in der deutschen Schulpolitik in dieser Krise schon so wahnsinnig viele relativ seltsame Entscheidungen erlebt hätten. Also das ist ja jetzt nicht das erste, das Thema mit den Filtern. Ja, also bei uns deswegen wird das nicht passieren. Bei uns kommt der Kanzler, der dreht sich zweimal im Kreis und mit die Ohrwaschel fuchtelt da das ganze Aerosol beim Fenster raus. Ganz bitte, nächster Punkt. Ja, Punkt. Da haben wir die Polemik. Nein, da haben wir die sprichwörtliche Sachlichkeit des Martin Moder. Martin Moder. Ich mache da nachher sofort einen Clip draus. Ja. Und was in der Sendung übrig blieb. Wir kommen jetzt definitiv zu den Fragen, weil ich glaube, besser wär's nicht. Kack und Sach fragt: Habt ihr denn das Gefühl, dass die Impfkritiker etwas leiser werden, jetzt da halb Deutschland erst geimpft ist und noch niemand explodiert ist? Das sind ja die echten Kack und Sach. Schöne Grüße. Ja. So eine blöde Frage. Wir wissen ja, die Explosion kommt erst in 2 Jahren. Alexa, das wäre vielleicht was. Was ist denn da dein Gefühl? Ich habe schon den Eindruck, oder? Die werden leiser. Ob die leiser werden? Es gehen ja auch weniger Leute zu diesen Idiotenversammlungen da. Ich kann es jetzt wirklich nicht belegen, aber mein ganz subjektiver Eindruck ist das auch. Hm. Ich habe so die dumpfe Befürchtung, dass die gerade irgendwie ein bisschen Anlauf nehmen für die nächste Welle von, ja, oder wie auch Gendern. Immer. Ja, es hat sich ein bisschen verschoben oder so in die Richtung, ne? Ja, das stimmt, das kommt mir auch so jetzt vor. Jetzt geht es erstmal gegen die grünen Politik im nächsten genau. Monat. Und, das ist bestimmt der Wahlkampf. Und bei irgendeiner Idiotenveranstaltung wurde doch auf der Bühne jetzt auch eine Regenbogenflagge zerrissen. Also auch das ist jetzt plötzlich. Ja, auch das ist schon länger her. Bisschen länger her. Ah, tatsächlich? Warte, ich dachte, es wäre gut. Nee, das euch auch? Nee, das war bei euch tatsächlich. Aber die haben es nachher verdroschen. Die was? Da war am Rathausplatz war eine Schweigeminute für die Opfer von homosexuellen Verfolgung oder so. Und da haben ein paar so Identitäre oder wie man früher gesagt hat, Nazis, haben in dieser Zeit irgend so einen anti-homosexuellen Banner gehisst am Rathaus und dann wollten sie sich verstecken in der Menge, wollten abtauchen, haben sich selber mit Regenbogenfahnen getarnt, hatten aber erwischt und hat es verdroschen. Oh, das wollte ich nur sagen. Das ist eine andere Geschichte, aber die doch, ist auch sehr das schön. War eine super Lösung. Gewalt ist eine Lösung. Baschino on YouTube schreibt übrigens, Tommy Krabbeis, der Nutzen wurde letztes Jahr im September von der Bundeswehr Uni München nachgewiesen. Die Kosten sind ein Drittel der Lufthansa. Ein Drittel der Luftkosten. Lufthansa-Rettung wahrscheinlich. Ja, genau. Ist alles schon bekannt geworden? Weiß ich nicht. Ah ja, aber wenn das so ist, wenn man da Daten hat, dann ist das wieder eine Variante der technischen Lösung, die da berechnet worden ist. Okay, ich wollte es nur vorlesen. Ganz kurz noch Impfgegner. Die erste Frage. Ich glaube, die verlagern sich gerade so ein bisschen auf die Impfung von Kindern, weil bei den Erwachsenen kannst du ja jetzt sagen, also wo sind denn meine Millionen von Impftoten? Gibt es halt nicht. Mhm. Bei den Kindern hat sich das gerade noch so ein bisschen drauf verlagert, weil da halt noch die Unsicherheit ist. Das haben wir ja die ganze Zeit auch bei den Querdenkern gehabt. Schützt die Kinder vor den Masken, jetzt wird es schützt die Kinder vor den Masken. Okay. Ja. Aber, vor allem nur nicht vom Coronavirus. Ja, natürlich nicht. Aber weniger geworden ist es schon. Also vor allem, was so die Zulaufzahlen der Veranstaltungen angeht. Ich habe ein sehr schönes Twitter-Foto gesehen vor einigen Tagen, wo jemand sagte, ich war auf der auf einer aktuellen Querdenken-Demo mit meinem Plakat. Das fanden die nicht gut. Und das war ein sehr schönes Foto, wo jemand stand mit so einem Plakat in der Hand auf dem Stand, ihr werdet immer weniger. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Sachstandsbeschreibung. Cruzera 77 schreibt, Frage an Martin, ich nehme an, durchaus auch an General Watzel, gibt es verlässliche Informationen, ob man sich bei einer Autoimmunerkrankung ein drittes Mal impfen lassen sollte? Ich habe gelesen, es gäbe eine Studie, die festgestellt habe, dass jeder Zehnte, der eine Autoimmunerkrankung hat, keine Antikörper entwickelt. Ist das nicht das, was ich geteilt habe? Die gehen bei uns auch rum im Chat, die Studie. Genau. Es kommt darauf an, welche Medikamente du nimmst. Also
genau. Autoimmunerkrankung ist eine Erkrankung, wo das Immunsystem der Bösewicht ist. Und deshalb gibt es Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Und je nachdem, welche man da nimmt, kann das den Impferfolg auch unterdrücken, weil auch die Impfung basiert ja auf einer Immunreaktion. Und da gibt es bestimmte Medikamente, also ganz speziell, wenn es jetzt die B-Zellen depletiert, ist das schlecht. Wenn ich Methotrexat nehme in hohen Dosen, kann das schlecht sein. Wenn ich einfach einen TNF-Blocker nehme, ist es unproblematisch. Da gibt es die verschiedensten Sachen. Da kann man jetzt nicht auf jede Autoimmunerkrankung eingehen. Und das war genau diese Studie, die gezeigt hat, Leute, die das nehmen, die reagieren wunderbar. Leute, die das nehmen, die reagieren weniger gut. Aber ging es also dann tatsächlich, es geht um die Medikamente, die Sie nehmen? Ja. In hat Bezug nichts mit einer Grunderkrankung zu tun, sondern es hat mit deinen Medikamenten was zu tun. Okay. Gut, das heißt, wenn das ist aber jetzt keine Autoimmunerkrankung, es gibt natürlich auch Erkrankungen, bei denen das Immunsystem an sich geschwächt ist, die reagieren auch schlechter. Ja. Aber dann, was war mit Hashimoto gerade? Hashimoto ist ja eine, die sehr viele betrifft, da gibt es überhaupt keine Probleme, also da, die reagieren wunderbar. Okay. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber MTX wäre Rheuma zum Beispiel, was ja relativ viele eine ältere Leute Rheuma, haben. Genau. Ja. So. Aber auch nicht alle. Also TNF-Blocker ist kein Problem. Das nehmen auch viele mit Rheuma. Ja. Der Halbjurist. Mich würde interessieren, wie es sich mit den Kreuzimpfungen verhält. Also erst AstraZeneca und die zweite Impfung dann BioNTech und die andere mRNA. Vielleicht kennt General Watzel die Studienlage referieren. Na, daher, also die Zeit haben wir locker. Das funktioniert super, wie auch gehabt. Das muss super funktionieren. Und auch was zu dem Abstand von Erst- und Zweitimpfung sagen. Okay, Thema Kreuzimpfungen. Ja, also haben wir mittlerweile einige Studien aus Charité von Ulm, aus Spanien und die Engländer haben auch gerade publiziert. Also erstmal AstraZeneca und dann dahinterher BioNTech wirkt genauso gut, wenn nicht besser als zweimal BioNTech. Also ist somit das Beste, was wir mittlerweile haben. Macht nicht nur hohe Antikörperspiegel, sondern auch sehr schöne T-Zell-Antworten. Vom Impfabstand scheint es so zu sein, wenn ich 12 Wochen warte nach der AstraZeneca-Impfung, scheinen die Impfreaktionen etwas schwächer zu sein. Mhm. Die britische Studie kam jetzt gerade raus, die hat nur einen Impfabstand von 4 Wochen und da funktioniert das auch. Da sind aber die Impfreaktionen etwas stärker. Also wenn man dann die BioNTech-Impfung kriegt nach AstraZeneca, hat man ein bisschen mehr von diesen grippeähnlichen Symptomen. Mhm. Andersrum interessanterweise, also erst BioNTech, dann AstraZeneca, funktioniert auch besser als zweimal AstraZeneca, aber nicht so gut wie zweimal BioNTech. Aber nicht so gut, das sollte man vielleicht in Relation setzen, nicht, dass Leute dann sagen, dann lasse ich mich ja gar nicht impfen mit dem AstraZeneca, das wollen wir ja nicht. Nein. Also will damit nur sagen, auch die Reihenfolge scheint was zu machen. Mhm. AstraZeneca generell als Vektorimpfstoff ist wunderbar, weil er tolle T-Zellantworten macht. Die mRNA-Impfstoffe machen mehr die Antikörper und wenn ich das beide kombiniere, habe ich halt das Beste aus beiden Welten. Von daher sind solche heterologen Impfungen, also wo man zwei Impfstoffe kombiniert, eigentlich auch immer sehr schick. Gibt es Studien zu AstraZeneca und Moderna? Ich frage für einen Freund. Werde ich auch häufig gefragt. Moderna und BioNTech sind sich so ähnlich, dass ich da überhaupt keinen Unterschied erwarte. Es gibt aber keine, also ich kenne keine Daten dazu, aber ich weiß, dass viele Leute hier in Deutschland auch genau so kreuzgeimpft sind, also erst AstraZeneca und dann Moderna, weil die STIKO sagt ja, ein mRNA-Impfstoff und das ist halt nun mal Moderna oder BioNTech. Funktioniert beides wahrscheinlich genauso gut. Dann gehe ich vom Jackpot aus, prima. Ja, bester Impfschutz. Sag deinem Freund, ist alles gut. Schickst mir ein bisschen Blut zu, guck mal nach. Grünkohl. Jetzt gleich. Warte. Ich muss Aufmerksamkeit für diesen schönen Alias Grünkohlwiesel. Es klingt wie was Martin gezüchtet hat. Hier kommt kein Grünkohl ins Haus. Ich mag den auch nicht. Ich hasse es. Lecker. Das Grünkohlwiesel. Dann kriegst du den jetzt ab sofort. Genau. Carsten, ja? Wenn wir bei uns, super, wenn das Wiesel bei uns vorbeiläuft, dann sagen wir ihm, geht zum Watzel. Es geht das Gerücht um, AstraZeneca schütze nicht so gut gegen Delta wie mRNA. Meine Mutter wurde 4/2021 mit AstraZeneca geimpft. Die zweite steht für 7/2021 mit AstraZeneca an. Soll sie sich um BioNTech als zweite Impfung bemühen oder ist das sinnvoll oder doch lieber mit AstraZeneca durchziehen? Sie ist knapp 70. Den Grünkohl, ne? Ja. Also. Soll ich es nochmal vorlesen? Zweimal, also einfach nur um die Daten zu referieren, die es bezüglich Delta bei den Impfungen gibt.
AstraZeneca hat halt als Schutz vor Erkrankung eine Effektivität bei Delta von rund 60%. Schutz vor schwere Erkrankung liegen wir wieder bei über 90%. Also es kommt darauf an, was du von der Impfung willst, ob du vom Krankenhausaufenthalt geschützt werden möchtest oder nur von der Erkrankung selber. Von daher, in Großbritannien sind die meisten mit AstraZeneca geimpft. Aber klar, man muss sagen, mRNA ist besser, da sie jetzt einmal AstraZeneca bekommen hat. Ich kenne auch Leute, die sich aktiv darum bemühen, jetzt dann kreuzgeimpft zu werden. Und das hatten wir ja gerade. Das ist so der Jackpot. Ich warte noch drauf, dass die STIKO da vielleicht auch eine Empfehlung für die über 60-Jährigen ausspricht, weil das hat sie bisher nur für die unter 60-Jährigen gemacht. Und jetzt gibt es die Studien. Nur leider wird die STIKO wahrscheinlich wieder auf Effektivitätsdaten warten und nicht nur auf Antikörperspiegel und sich da so ein bisschen selber im Weg stehen. Ich würde schon sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, nimm einen mRNA-Impfstoff. Okay. Also ich habe es jetzt, weil das Thema für mich halt auch ansteht, ich habe ja auch die erste Impfung mit AstraZeneca. Aber du bist doch unter 60. Theoretisch könnte ich mich natürlich jetzt hinstellen und sagen, ich nehme den nicht, nachdem ich es beim ersten Mal freiwillig gemacht habe, was ich ein bisschen asozial fände. Ja, aber du könntest auch sagen, STIKO-Empfehlung unter 60, ich möchte jetzt meine mRNA. Also grundsätzlich werden wir natürlich das Problem haben, dass eigentlich ab nächster Woche die Lieferquoten von BioNTech erstmal ein ganzes Ende runtergehen, was einfach daran liegt, dass die ihre Zusatzverpflichtungen an Deutschland halt erfüllt haben und wir jetzt die normale EU-Quote kriegen von BioNTech. Das heißt, und gleichzeitig Moderna so langsam, Moderna fängt das ein bisschen in der zweiten Jahreshälfte, die fahren ihre Lieferungen hoch, aber langsam. Das heißt, wir haben im Juli nochmal eine kleine Knappheit an mRNA-Impfstoffen. Das heißt, wer jetzt im Juli dran ist, und gerade bei den Hausärzten, die ja den Moderna-Impfstoff nicht kriegen, sondern nur den BioNTech-Impfstoff an der Reihe ist, wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, als jemand mit AstraZeneca-Erstimpfung dem Hausarzt dann zu erklären, ich brauche aber unbedingt BioNTech-Impfstoff, weil den braucht er ja zunächst mal für die Leute, die ihre Erstimpfung mit BioNTech gekriegt haben. Also das wird knapp sein. Sage ich jetzt einfach nur mal dazu, wird knapp sein. Wird sich im August wahrscheinlich irgendwann bessern, aber wenn man es vor den Sommerferien, ist sehr verantwortungsvoll von dir, wie du da denkst. Ich mag das. Insofern gehe ich so ein bisschen wahrscheinlich davon aus, wenn ich meine Hausärztin anrufe und sage, ich brauche jetzt den Zweitermin, dass sie mir sagen wird, das ist dann mit AstraZeneca, weil den kriegen wir im Moment, also den kriegen die Hausärzte momentan und auch im ganzen Juli und August noch in relativ großer Menge. Ja. Und ich habe die leise Befürchtung, dass die auch Bedenken haben, ob sie das Zeug loswerden. Nein, wie gesagt, du bist ja vor schwerer Erkrankung, gerade bei einer jüngeren Person. Das ist ein völlig enormer, okayer Impfstoff. Also. Okay. Ja. Musikus79 schreibt, bitte Einschätzung von allen zum Thema EM mit Live-Publikum. Wir fangen oben links an, Alexa. Bauchschmerzen ohne Ende. Also ich weiß nicht, also ich habe ja vorhin so ein bisschen reingeguckt in das Spiel von Deutschland und wenn du da halt dieses volle wenn du da halt die Zuschauerränge hast, ich verstehe es nicht. Und ich verstehe auch nicht, wie die UEFA sozusagen da der Welt ihre Sicht der Dinge einfach so auf... Also ich verstehe es natürlich schon, weil sie Geld und Einfluss hat. Aber ich finde es halt unmöglich, dass da eine Gruppe von Menschen besteht, die einfach ihre eigenen Regeln machen können und da sich so komplett aus einer weltweiten Pandemie eben ausklinken und sagen, nur wir machen das jetzt trotzdem. Alexander, was sagst du zu dem, was deine Frau gerade gesagt hat? Stimme ich ihr zu. Ich sehe das auch sehr problematisch. Wir können hoffen, dass das nicht so Superspreader-Events werden. Und wir erfahren ja auch schon, dass sozusagen der Reisetourismus durch die EM zum Teil ja schon umgeht, dass die Leute in Quarantäne gehen, weil sie natürlich so viel Urlaub auch gar nicht haben, wenn sie zu den Spielen sind. Also das ist so ein Problem und da kann man nur hoffen, dass parallel dazu die Impffortschritte so weit sind, dass wir das verkraften können. Aber ich finde es tatsächlich unklug, so zu handeln. Aber es ist tatsächlich da sehr viel Geld. Die Sponsoren wollen volle Stadien haben, weil sie das so haben möchten. Das ist so ähnlich wie dieser Unsinn, politische Botschaften aus dem Fußball raushalten zu wollen. All diese Dinge verstehe ich überhaupt nicht mehr, die da stattfinden. Und das vergrätzt mir auch, dass ich habe jetzt heute tatsächlich das erste Spiel der EM so nebenbei mal laufen lassen, weil ich festgestellt habe, guck mal, Deutschland spielt vor dem Ding und jetzt ist Deutschland ausgeschieden. Jetzt ist das Thema EM für mich auch sozusagen vom emotionalen Beteiligungsgrad
auch komplett raus. Ob ich weitere Spiele geguckt hätte, weiß ich auch nicht. Ich finde, das ist so eine Parallelwelt inzwischen, eine Scheinwelt, und das setzt ein falsches Signal, meiner Meinung nach. Holm? Ich bin ja so froh, dass du mich nicht zuerst gefragt hast. Weil Warum? Dann hätte ich da gestanden und gesagt, was? Was meinen die mit EM? Es geht um die Fußball-Europameisterschaft. Elektronenmikroskop. Ich hab's schlichtweg nicht geblickt. Das ist EM so sympathisch. EM mit Live-Publikum, wer ist EM? Ich meine, man muss da einfach realistisch sein. Die UEFA ist Veranstalter dieser Europameisterschaft, und die UEFA hat schlichtweg gesagt, und das ist gerade beim Fall London ja auch sehr deutlich so gesagt worden, entweder ihr lasst ein hinreichend großes Live-Publikum zu, oder wir machen die Spiele halt alle in Ungarn oder in Weißrussland oder und da wäre das dann halt gegangen. Solange man nicht in der politische Druck nicht so groß war, zu sagen, wir lassen unsere Mannschaft da nicht hinfahren, da saß die UEFA schlicht am längeren Hebel, und dann hatte die Politik die Wahl, ob man das gar nicht macht, beziehungsweise es halt in diesen Ländern alleine stattfinden lässt, oder ob man halt bei der Sicherheit entsprechend nachgibt. Also man lässt sie auch demnächst nach Katar fahren. Wenn wir ganz kurz bei dem Thema sind, wie kann man in ein Land, das Menschenrechte mit Füßen tritt, wo Stadien gebaut werden, wo Menschen sterben, weil jegliche Sicherheitsvorkehrungen aus der Welt geschafft werden, da fahren wir hin mit der Botschaft, wenn wir da als Westeuropäer hinkommen, dann bringen wir ein bisschen Demokratie und Menschenrechte. Das ist so ein Unsinn. Also das ist Erpressung, die da stattfindet, wie du gerade schon sagst, und überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist wirklich Brot und Spiele fürs Volk, weil es viele Menschen gibt, denen das wichtig ist. Natürlich auch nachvollziehbarerweise, Fußball ist so stark mit Emotionen gekoppelt, aber das ist ein ganz, ganz unkluger Weg, der da inzwischen beschritten wird. Also ich beginne mich zunehmend aufzuregen. Aber ich merke das gerade, finde ich gut. Jetzt du, Carsten, als wirklich Wahnsinns-Fußballfan, als Dortmunder, der du kein Spiel verpasst und eigentlich auch schon in Vereinsfarben auftreten wolltest, was im letzten Moment verhindert werden konnte. Das Schwarz von dem Schwarz-Gelb hat er ja schon noch einen. Indem wir das Gelb übermalt haben digital. Was sagst du zu dem Thema? Ja, also generell, ich sehe das einfach als Großveranstaltung an, und je mehr Leute du zusammen hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon infiziert ist. Und gerade, wir hatten es vorhin mit der Delta-Variante, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wir müssen nicht panisch werden, aber wir müssen einfach nicht unklug sein. Und dann finde ich sowas einfach so ein bisschen unklug. Ich würde aber nicht die Stadien nur verteufeln, weil da sitzen halt jetzt dann 45.000, heute saßen ein Wembley, aber noch wahrscheinlich ein Vielfaches davon, mehrere Millionen sitzen irgendwo. Wenn sie noch draußen sitzen, ist ja gut. Wenn es ein Pub ist, ist noch schlechter. Also generell ist es natürlich so, je mehr Menschen du zusammenbringst, desto höher ist das Risiko, dass einer davon infiziert ist. Und das Virus nutzt jede Möglichkeit, sich zu verbreiten. Das ist einfach so. Und gerade jetzt in England, wo die Zahlen sehr hoch sind, einfaches Rechenbeispiel, eine Inzidenz von 100 heißt ja, dass ich 100 Fälle pro 100.000 Einwohner pro Woche habe. Wenn ich eine Woche lang vielleicht infektiös bin, dann habe ich halt einen von 1.000, der da infektiös ist. Und wenn ich 40.000 ins Stadion packe, dann habe ich halt 40 davon im Stadion. Und darum geht es einfach. Ja? Und das könnte man natürlich durch Hygienekonzepte auch sicherer machen, aber ich sehe da keinen, der Maske trägt, und ich glaube auch nicht, dass die alle geimpft oder getestet sind. Ja, der Stadionsprecher wird das zweimal durchsagen. Das Amt hat die UEFA ja zugesagt, dass darauf hingewiesen wird, aber es kontrolliert hat keiner. Und von daher finde ich das einfach so ein bisschen unklug, sage ich einfach, und das falsche Zeichen, was da aktuell gezeigt wird. Ich verzweifle aber nicht nur die Stadien, sondern generell, wenn wir jetzt einfach unklug öffnen. Ich sehe den Druck, dass die Leute endlich mal wieder das Leben genießen wollen. Kann man auch gerne machen. Ich gehe auch gerne raus und gehe essen, aber gucke natürlich auch, dass ich noch versuche, verantwortungsvoll zu bleiben. Genau. Martin, möchtest du da noch irgendwas hinzufügen? Nö. Okay. Nächste Frage. Gehört aus der großen Fußballnation Österreich. Hallo. Ja, nein, ich weiß ja viel zu wenig drüber. Also kommt man da nur getestet, genesen oder geimpft rein? Oder? Nee, ich glaube. Oder ist es dort wurscht?
Du musst dich für Fußball interessieren, das wäre ganz, da schauen sie schon. Musst auch nicht. Das da. Nein, du kannst wie willst du denn, ja, also formal wird es da Konzepte geben, aber mal ganz ernsthaft, wie willst du 45.000 Menschen vor so einem Spiel, also willst du da morgens um 7 Einlass machen, die Leute kontrollieren? Das ist halt nicht umsetzbar, wenn du 45.000 auf einen Haufen lässt. Das kriegst du gar da nicht. Wurden übrigens für genau solche Veranstaltungen hat man übrigens die Hunde trainiert, die Corona schnüffeln sollen. Aber es hat sich auch nicht so durchgesetzt. Wahrscheinlich läuft er einmal die Reihen ab und bellt überall und in Stadionräumen. Also ich meine, da wäre mal was Spannendes los bei mir. In München war es jedenfalls so, dass man für den Zugang zur Allianz Arena einen Test brauchte. Wobei man natürlich sagen muss, also dieser Test erwischt in der frühen Phase, wo die Leute symptomfrei und schon ansteckend sind, hat dann eine Wahrscheinlichkeit von 30-50% einen Infizierten zu erkennen. Also das reduziert natürlich die Ansteckungsgefahr ein bisschen, aber dann bist du halt statt 40 Infizierten im Stadion, bist du halt bei 20 Infizierten. Naja, in welchem Land ist das? Deutschland, München. München ist in Deutschland, glaube ich. Das wird wahrscheinlich in Großbritannien genauso gewesen sein. Also die werden wahrscheinlich testen. Also die werden nicht völlig unverantwortlich in Großbritannien sein, wie das in Budapest gehandhabt wird, ist jetzt vielleicht die andere Frage. Aber ich sehe es eher auch so, wie der Carsten sagt. Ich glaube, die viel größere Gefahr ist in dem Stadion, die ja, glaube ich, doch im Endeffekt im Freien sind, dass einfach du halt jetzt das Incentive hergibst, dass sich jeder 10 Leute heimholt und sich ansauft mit denen. Und auch wenn nicht viel geschmust werden wird, weil es in erster Linie nur heterosexuelle Männer sein werden. Du beim Fußball liegt man sich aber schon schnell mal in den Arm. Ja. Da werden einige Schweizer Herren gestern sich in den Arm gelegen. Muss ich auch sagen, also ich habe ja jetzt nicht so, dass ich, weil ich nicht wusste, was mit EM gemeint ist, dass ich jetzt nicht schon auch ein Spiel geguckt hätte, auch ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Aber es war schon eine andere Stimmung beim Gucken. Es war alles mit an der offenen Terrassentür und also ich zumindest die meisten Leute in Deutschland, glaube ich, sind da schon ganz anders, als wenn ich mich jetzt an das Sommermärchen oder was weiß ich erwundere, wo sich wirklich alles besoffen in den Arm gelegen hat. Ich schon. Nächstes Ferngespräch wird Expertenrunde Thema Fußball. Da haben wir alle so viel zu sagen. Ich möchte für den Podcast nochmal erwähnen, dass ich, während ich Carsten Watzels angebliche Fußballbegeisterung in den Himmel lobte, sehr, sehr große Gänsefüßchen um meinen Kopf herum hatte, denn das Gegenteil ist der Fall. Fuchsenschmirz schreibt, ich habe eine Frage. Ich habe meine erste Impfung BioNTech bekommen und kurz danach die Infektion durchgemacht. Muss ich mir da jetzt bis zur zweiten Impfung in 6 Monaten Sorgen machen oder bin ich jetzt so sicher wie mit 2 Impfungen? Letzteres. Dankeschön. Nächste Frage. Genau. Es ist so, also wir haben selber auch in einem Altenheim war genau die Situation, geimpft, 10 Tage später kam das Virus und dann hat das Gesundheitsamt hier bei uns in Dortmund gesagt, die Leute, die sich infiziert haben nach der Impfung, kriegen keine zweite Impfung. Und dann haben wir bei allen die Antikörper getestet und die Leute, die einmal geimpft und danach infiziert waren, hatten genauso hohe Antikörperspiegel wie die zweimal geimpft waren. Super, vielen Dank. Sissi126, ich wusste gar nicht, dass es so viel davon gibt, schreibt, gibt es schon Studien oder sind welche in Arbeit über die Immunität von Babys, deren Mütter in der Schwangerschaft geimpft wurden? Ob die Kinder auch T-Zellen bilden, nicht nur Antikörper und wie lange hielt so eine Immunität denn an? Interessante Frage. Die Kinder bilden keine T-Zellen. Was sie kriegen ist, sie kriegen Antikörper von der Mutter, weil die gehen über die Plazenta und das sind IgG-Antikörper, die haben auch eine gewisse Halbwertszeit, das heißt, es gibt diesen Nestschutz, der kann so ein halbes Jahr anhalten. Ob das bei Corona auch so ist, weiß man noch nicht, aber das Kind hat einen gewissen Schutz. Aber es ist kein dauerhafter Schutz, weil das ist nichts Aktives, was das Kind aufgebaut hat, sondern nur etwas, was es das Kind von der Mutter bekommt. Mhm. Und beim Stillen, glaube ich, kann man es sogar noch ein bisschen... Ja. Wenn du geimpft bist und stillst, kriegst du dann noch IgA über die Muttermilch. Das hält auch nicht ganz so lange an, da ist die Halbwertszeit noch kürzer. Aber so, weil du ja regelmäßig stillst, wird das ja immer wieder aufgefrischt. Wenn du dann abstillst, dauert es ein paar Wochen, dann ist es leider auch vorbei. Exil-Murmeltier, wie ist es mit normalen, also in Klammern hochdosierten Antihistaminen? Also ich nehme jetzt an, die Frage heißt, ist das ein Problem für eine Impfung? Nicht, dass ich wüsste. Gut. Ah, ist das schön, dass du da bist. Tommy Krapfweiß, achso, das bin ja ich. Pudding Paradoxon. Baden-Württemberg darf im Gottesdienst mit Maske gesungen werden. Ich fühle mich nicht gut. Gibt es da Studien? Klingt halt nicht so gut.
Entschuldigung. Also wenn ich mich da an den Gottesdienst erinnere, wo ich mit meiner Oma immer hin musste, das klang überhaupt nicht gut. Daran war aber meine Oma schuld. Die hat so unfassbar laut und mit Inbrunst so unglaublich falsch gesungen, dass ich glaube, dass ich meine Restmusikalität durch diese Umkehr erlernt habe, weil ich immer gehört habe, das ist falsch. Das ist ein Höllenlärm. Also, sagen wir so, man testet halt die Filterkraft der Masken. Also wenn ich normal rede, scheide ich Viren aus. Wenn ich singe, scheide ich noch mehr Viren aus. Und dann muss die Maske halt mehr arbeiten. Mhm. Wenn ich der Maske vertraue, dann filtert die immer noch relativ viel raus, aber irgendwann halt nicht mehr so viel. Aber die Frage ist, wie groß ist die Kirche, wie viele Leute sitzen drin und wie viele davon sind geimpft? Weil irgendwann wird es auch wieder in den Kirchen ohne Maske gesungen. Ja. Wo finden Menschen, die jetzt Rheuma haben oder die Sorge haben, weil sie Immunsuppressiva heißen die so, nehmen Informationen, welche dieser Medikamente Probleme sein könnten? Kann man das online irgendwo finden, wird hier gefragt. Ich habe es mal zusammengestellt, aber... Wo findet man das, was du zusammengestellt hast? Es ist keine umfassende Liste. Also idealerweise beim Rheumatologen. Man müsste mal gucken, die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie bzw. Patientenverbände, die haben meistens relativ gute Sachen auf der Homepage. Okay. Ich müsste da mal wieder nachgucken, ob es da nicht zu finden ist. Okay. Also ich würde sagen, auf der einen Seite die Rheumatologen, auf der anderen Seite, wenn man sich im Impfzentrum impfen lässt, sollten die darauf relativ gut vorbereitet sein. Das stimmt, die werden. Also da muss man halt eine Liste mitbringen, was man oder vorher auch mal anrufen und sagen, was man an Medikamenten bekommt. Ich weiß es, bei meiner Mutter war das so, der wurde dann gesagt, sie sollte das Methotrexat praktisch in der Woche halt dann nicht in der Woche aussetzen. Das hat ihr Rheumatologe zugestimmt und dann ging das so. So, letzten zwei Fragen, es wird spät. Glaubt ihr, dass die SchülerInnen, welche schon geimpft wurden, von A- und B-Gruppen ausgekommen werden? Was? Kein Wechselunterricht, das heißt, die können ständig in die Schule. Also wenn der Inzidenzwert wieder hochgeht, wäre ja unfair, aber man sieht schon eine Tendenz, dass Geimpfte von Regelungen ausgenommen werden. Weiß ich nicht, wie es kann. Also ich habe auch keine Kristallkugel, wie es dann im Winter wird. Wieso hast du, deswegen habe ich dich doch hergeholt. Ja, sorry. Und nichts von Fußball also verstehen. Ganz ehrlich, Logik in der Schulpolitik ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber das könnte natürlich passieren. Sinnvoll wäre es eigentlich. Also ganz, wenn ja, aber ich darf das meinen Jungs nicht erzählen. Dann lassen sie sich am Donnerstag nicht impfen. Nein, nicht, dass sie jetzt hier auch zugucken, hoffentlich nicht. Nein, dann haben wir hier nochmal, ich wische hier nur kurz durch mit der letzten Frage. Irgendeine Blitzbirne ist auf die geniale Idee gekommen, man könnte die Impfzentren schließen, weil die keiner mehr braucht. Was? Siehe Bayern und Hessen, was soll das und ziehen die das wirklich durch? Habt ihr davon? Nee, das ist in der Diskussion, die Impfzentren nach und nach tatsächlich zu schließen. Aber im Moment hat man, glaube ich, erstmal beschlossen, dass sie weiter offen bleiben, wenn ich das nicht ganz falsch. Die Hausärzte impfen aktuell mehr als die Impfzentren, aber wir brauchen die Impfzentren noch. Wenn einmal alle durchgeimpft sind, brauchen wir sie nicht mehr, weil dann schaffen es die Hausärzte. Sie schaffen ja auch die Grippeimpfung. Aber jetzt aktuell brauchen wir sie noch. Okay. Aber irgendwann bis Ende des Jahres haben die dann teilweise ihre Mietverträge und danach werden die auch abgebaut wieder. Okay. Also die meisten Bundesländer haben es jetzt, glaube ich, bis Ende September verlängert. Aber also ursprünglich war, glaube ich, auch mal nur bis August geplant. Also das wird sich am Bedarf orientieren. Also solange ein Impfzentrum halbwegs ausgelastet ist, wird man das nicht zumachen. Aber wenn da eh nur noch irgendwie 50 Leute am Tag antanzen, die können zwei Hausärzte nebenbei mitimpfen. Also es ist ja jetzt nicht... Ja, okay. Vielleicht bei der Gelegenheit noch ganz kurz, Impfzentrum Hamburg oder Hamburg generell, hier ist die Impfpriorisierung aufgegeben worden. Das heißt, hier kann sich jetzt jeder um Impftermin in Hamburg bemühen. Einfach nur so als Hinweis für alle, die hier aus der Region kommen. NRW auch. Ja, guck. So, dann kommen wir jetzt zu den Verbraucherinformationen. Martin Moder, was sollte man deiner Meinung nach aus deinem Schaffensdunstkreis zurzeit bevorzugt ansteuern? An was arbeitest du gerade? Was möchtest du gerne, dass noch mehr Leute sehen und gut finden? Ich habe einen Podcast aufgenommen. Siehst du's? Für so eine österreichische Zeitung, eine der besseren. Da rede ich 18 Minuten lang über die Delta-Variante. Okay. Wenn man sich das anhören möchte, ich finde, war ganz nett. Wo findet man das genau? Ich weiß es nicht. Super. Also zum Beispiel, ich habe zum Beispiel den Podcast
auf meinem Twitter-Account heute gepostet und auf Facebook. Ah, sehr gut. Und auf Instagram irgendwo bitte. Zwischen den ganzen Nacktfotos ist der Podcast. Also ich wollte gerade sagen, man sollte einfach Martin, der macht so viel, einfach der macht so viele schöne folgen. Sachen. Also folgt Martin auf allen, in allen Lebenslagen. Genau, und der Podcast heißt Was wichtig wird von der Presse. Ach, okay, sehr schön. Das Ehepaar Waschgau. Schieferuntersetzer zum Beispiel? Schieferuntersetzer, T-Shirts, Holzanstecker und ansonsten Huxilla hören, Ferngespräche nachhören. Genau, das sollte nochmal hingewiesen werden. Mhm. Es sind nämlich tatsächlich hier gerade so über 1000 Menschen, was mich sehr freut. Ja. Ihr könnt, wenn ihr da jetzt nur kurz reingeguckt habt und nicht so viel Zeit hattet, ihr könnt das zeitsouverän nachhören als Huxilla Special. Da geht ihr einfach auf huxilla.com. com oder.de, das ist wurscht. Und diese Folge, die wir jetzt hier live aufnehmen, ist nächste Woche Mittwoch dann als Podcast zum Nachhören zur Verfügung. Und jetzt, wer jetzt auf die Internetseite surft, wir haben gerade eine Folge draußen, in der kann man dreimal das wunderbare Buch True Facts von Pia Lamberti, die ja hier auch schon mehrfach zu Gast war, und Katharina Nokun gewinnen. Sehr gut. Holm hat es, weiß ich, wunderbar, das war nicht abgesprochen, passt aber wunderbar. Dreimal zu gewinnen bei uns, wie man das dann gewinnen kann, dieses Buch. Und das erfahrt ist ein tolles Buch. Aktuellen Podcast. Sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Ganz wichtig. Da geht es darum, wie man mit Menschen, die an Verschwörungsideologien glaubt, besser reden kann. So ist es. Genau. Holm, du weist doch bitte einfach nochmal auf deinen wunderbaren Blog hin, wo man den genau findet. Ja, ich hab eigentlich drei Dinge zu erwähnen. Das erste ist, alles wird gut. Es war einigen Leuten auf Twitter, extrem wichtig, dass Martin und ich das sagen. Und ich bin wirklich guter Dinge bei allem, was jetzt noch an Reibungspunkten in den nächsten Monaten kommen wird und dass sicherlich auch die Fallzahlen nochmal irgendwie hochgehen werden und dass wir noch ein Problem mit der Durchseuchung der Schüler haben werden und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, kommt Leute, das Schlimmste ist hinter uns, den Rest packen wir jetzt auch noch. So. Oh Mensch, Holm. Das war jetzt mal das Erste, was ich loswerden wollte. Das Zweite ist natürlich mein Blogartikel auf quantenquark.com, gleich der erste Artikel da drauf, mein Problem mit bestimmten Vertretern der evidenzbasierten Medizin, zum Beispiel der heutigen STIKO. Der ist lang, ihr könnt aber auch ganz am Anfang ist ein Link auf den letzten Abschnitt, da geht es nur um das Thema Kinderimpfung. Sehr zu empfehlen. Das Dritte, worauf ich aufmerksam machen möchte, ist morgen Abend Sunny Fox auf Twitch mit dem Hoaxmaster und der Grit und dem Sunny Fox natürlich. Ja, also genau, wirklich große Empfehlung. Es ist so furchtbar, dass ich da zurzeit aus arbeitstechnischen Gründen nicht dabei sein kann, aber es ist so ein Spaß. Ich vermisse es sehr und schaue dann aus nostalgischen Gründen immer mal wieder rein und bin sehr eifersüchtig, dass ihr so einen Spaß habt. Beim Sunny Fox auf Twitch wird Sea of Thieves gespielt und es ist wirklich jedes Mal ein sehr, 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 sehr großer Spaß. Außerdem ist diese Woche wieder eine Folge Alle bekloppt, Herr Waschgau, nicht wahr? So ist das. Genau. Das ist, sagt doch selber, ist auch eure Sendung. Das ist eine Sendung, die ich mit deiner wunderbaren Ehefrau Sophia bestreiten darf, die ja auch Diplompsychologin, genau wie ich ist. Und da reden wir über psychologische Themen, beantworten Fragen aus dem Chat. Das Ganze ist keine Psychotherapie und auch keine Beratung. Aber wir haben gehört, dass das, was wir so erzählen, dem ein oder anderen durchaus mal geholfen hat. Und das macht große Freude und ist ein schönes Format. Und da freue ich mich auch ganz doll drauf. Dem einen oder anderen Mal vielleicht gelegentlich geholfen. Es ist eine maßlose Untertreibung. Wir kriegen wirklich ganz, ganz viel, ganz, ganz wunderbares Feedback. Und das ist schon sehr individuell, was ihr da sagt. Also ich habe es neulich geguckt, war sehr, sehr beeindruckt, wie ausführlich ihr da auf wirklich einzelne Leute eingeht. Also echt toll. Wobei, wir müssen immer dazu sagen, es darf keine echte Online-Beratung sein wollen. Will es auch nicht, aber natürlich versuchen die beiden so gut wie möglich hier darauf einzugehen. Und ich habe wirklich ganz großen Respekt, dass ihr das macht. Ich finde das ein super tolles Format. Carsten, auf was möchtest du denn hinweisen? Das kann alles Mögliche sein, es können auch Kollegen von dir sein oder irgendetwas. Ja, das ist ein Spaß hier. Das ist schön. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Und warte, ich will noch einen Satz sagen, weil die Pandemie geht dem Ende zu. Holm hat gesagt, alles wird gut. Und die Zahl von Fragen, also zumindest die uns erreichen, die da lautet, was passiert, wenn die Pandemie vorbei ist? Was ist mit den Ferngesprächen? Macht ihr das weiter? Wann macht ihr das letzte Ferngespräch? Im Moment haben wir alle einfach dienstagabends weiterhin nichts vor. Und das wird sich auch nicht verändern. Also es kann natürlich sein, dass jemand von uns mal krank wird oder dass irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse gibt. Aber im Zweifelsfall moderiert dann halt der Bernd Harder statt mir. Das muss auch irgendwie gehen. Also es ist schon geplant, dass wir diesen Dienstag jetzt erstmal halten.
Wobei ich anmerken muss, dass ich wahrscheinlich aufgrund des Luftfiltermalheurs nicht mehr eingeladen werde. Und der mangelnden Polemik. Das muss man sagen, das müssen wir nachher noch nachverhandeln. Genau, genau. Aber das Studio Hamburg ist jetzt auch streamingfähig. Also selbst. Genau. Also wir können in 5 Minuten nicht mehr, wenn die Katze hier fertig ist. Ach du Scheiße. Nein, also ich habe ja das Gefühl, ich dachte ja, Martin, du kommst einfach nicht mehr, weil ich den Hans Moser so wahnsinnig unehrenhaft nachgemacht habe. Das war jetzt so mein Eindruck, dass ich einfach das Nationalheiligtum verraten habe dadurch, obwohl ich gar kein Österreicher bin. Und das hat dich dann letztendlich, wenn ich jetzt noch einen Qualtinger nachgemacht hätte, dann wäre alles vorbei. Dann, wo mir das Reisebüro nicht vermittelt hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Aber es macht Carsten, wo findet man, du hast doch dieses YouTube-Ding, das heißt Watzels World? Watzel-Weekly. Über den Kanal der DBFK, des Bundesverbands der Pflegekräfte. Oder Berufsverband der Pflegekräfte, Entschuldigung. Genau. Haben wir jetzt in Watzel Update gemacht, weil ich es nicht mehr jede Woche machen konnte. Mhm. Aber es kommt weiterhin noch. Also ich muss jetzt, ab nächste Woche habe ich Urlaub, aber ich wollte diese Woche noch eine Folge aufnehmen. Und welches Thema wird das sein? Oh, da müssen wir ein bisschen was machen. So ein bisschen wahrscheinlich noch die aktuellen Sachen mit Kreuzimpfung und wahrscheinlich ein bisschen was mit CureVac ist und generell ein bisschen was über Delta. Das heißt, alle, die jetzt heute, ihr habt viele Fragen zur Kreuzimpfung gestellt, schaut euch mal das Ex-Watzels Weekly, jetzt Watzels Update an. Das findet ihr auf YouTube und es wurde auch hier schon mehrfach gepostet. Dann sei noch darauf hingewiesen, dass es neben dem Hoxilla-Shop und dem Ghostsitter-Shop und vielen anderen wunderbaren Shops natürlich auch nach wie vor... Wo ist eigentlich mein Ferngesprächshirt? Das Ferngesprächshirt gibt es. Ich dachte, das hättest du dir aus dem Schrank genommen. Das war in der Wäsche. Schrank doch erst noch aufbauen. Genau, und da ist aber alles. Nächste Woche war das gerade durchs Bild, dein Ferngesprächshirt. Da ist es, dein Shirt. Ja. Da ist es. Genau, das Ferngesprächshirt. Die letzte Abrechnung, die ich von GetShirts gesehen habe, besagte, dass wir innerhalb von 4 Wochen 1200 oder waren es 1600, ich weiß gar nicht mehr, Euro für das Deutsche Kinderhilfswerk und zwar für unbegleitete Flüchtlingskinder gesammelt haben, dadurch, dass ihr diese Shirts kauft. Mittlerweile gibt es, also das Shirt nur mit Alexander gibt es noch nicht, das ist noch in Arbeit. Aber wir verhandeln da noch wegen der Bildrechte, weil die sind arschteuer und man muss in Klemmbausteinen bezahlen. Es gibt aber auch eins ohne unsere zugegebenermaßen wirklich wunderschönen Konterfeis im Hardest Night-Stil. Also nur das Logo. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr litfaßsäulenartig in den Supermarkt lauft oder zum Impfen. Das ist toll. Die Postings, die wir schon bekommen haben von Leuten, die sind sehr toll. Ist so cool. Leute, die sich beim Impfen stolz mit Ferngespräch-T-Shirt selfien. Das ist wirklich, also das ist schon wirklich eine ganz, ganz große Nummer. Sehr, aber sehr emotional. Tommy, waren das nicht letztes Mal schon 2.500? Das heißt 2.500 plus jetzt wieder 1.200? Ah ja, waren es 2.500, ja, genau. Ich bin so ein bisschen nachlässig. Ich müsste die Abrechnung, die ich kriege, eigentlich ablegen und müsste sie hier mal ins Bild halten und ausdrucken. Erinnere mich doch mal bei Gelegenheit mal dran, dass ich das mal mache, weil das ist... einfach so eine Freude und so großartig und wunderbar. Und alles geht an Charity. Alles geht an Charity. Wir kriegen davon nichts. Die Designerin, die Steffi kriegt davon nichts. GetShirt kriegt davon nichts. Es wird einfach direkt weitergeleitet. Und das, wenn ihr diese Shirts kauft, kriege ich ganz viel und werde furchtbar reich. Also das so könnt ihr euch aussuchen. Aber dick nicht, weil du nimmst jetzt auch ab, so wie ich, ne? So ist das. Wir specken ab, weil wir irgendwann wahrscheinlich Ferngespräche live auf Bühnen machen wollen. Genau. Wir überlegen sogar, ob wir eine kleine Ferngespräch-Con machen. Dazu irgendwann mehr, wenn das tatsächlich spruchreif wird. Da müsst ihr aber sehr weit fahren und ihr müsst erst Rätsel lösen und rausfinden, wo wir uns verstecken. Und ihr müsst an Kühlwaldi vorbei. Ja, und ihr müsst an Kühlwaldi vorbei, genau. Und an Martin Moders Hamster. Diese Hamsterarmee, die er bis dahin gezüchtet hat, die dann alle Peak Fitness haben. So aufgemoderte Hamster. Habe ich gerade aufgemodert? Aufgemoderte Hamster. Aufgemodert, sehr, sehr schön. Ah, da haben wir doch ein schönes neues Wort. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und dass es durchgehend so wahnsinnig viele Menschen waren. Vielen Dank an alle, die Abos verschenkt haben. Denkt dran, uns bitte zu abonnieren. Denkt daran, dass ihr jeden Monat neu abonnieren müsst. Denkt außerdem, wenn ihr Prime habt, dass ihr uns dann umsonst abonnieren könnt. Denkt einfach immer grundsätzlich, ausschließlich und nur an uns. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wort. Wiedersehen.